Erstmal, hallo YouTube, herzlich willkommen zum nächsten Stream von der Sims 4 Disney Legacy Challenge. Und ja, heute wird es sehr spannend, denn Stella, die Güte, die platzt einfach aus allen Nähten. Also wirklich, das ist es ein Baby, sind es fünf, man weiß es nicht. Ich finde das die Hose auch immer noch ein bisschen seltsam hier mit der Lücke, aber okay. Hallo Blackpink, auch dich heiße ich herzlich willkommen. Ich heiße euch herzlich alle willkommen. Das war falsch rum. Joel und Sunshine, That's Me, sind auch da. Und wir fiebern alle der Geburt von unserer Cinderella entgegen. Im letzten Stream haben wir hier die Zimmer ein bisschen umgebaut. Wir haben ein Ultraschallbild bekommen, was sagt, dass wir einen Jungen bekommen, obwohl wir 10 Erdbeeren gegessen haben. Hallo Teddy, herzlich willkommen auch dir. Habt ihr Sound? Habt ihr Spielsound? Ich glaube ja, oder? Kann ich zumindest mal was machen? Ja, okay. Hallo Emily und guten Morgen. Ich bin seit 19 Stunden wach. Heftig, was? Was? Es ist 19 Uhr. Emily, was? Okay. Hallo auch dir, Ina. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Dienstag. Wie gesagt, ich habe den Toddler-Mod installiert. Keine Ahnung, wie ich rausfinde, ob der funktioniert. Und können wir... Moment, können wir mit ihr vielleicht... Da, Better Toddlers und Better Babies. Ah, nach Ideen für Kinder, für Kleinkindermahlzeiten fragen und... Ah, okay, beschwere dich. Der ist auf Deutsch. Das ist schön. Tipps zur Selbsthilfe als neuer Elternteil. Sie hat schon 6 Kinder, das braucht sie definitiv nicht mehr. Sie ist Profi mittlerweile. Und eine Freundin zwingt mich, bis 22 Uhr wach zu bleiben. Ja, das passt dir denn, dass du hier bist, weil... Oh Gott. Findest du mich attraktiv? Wie lautet die Antwort? Na okay, er hat mit seinem Sohn geredet. Da ist die Antwort mit Nein schon okay. Und hallo Stitch, herzlich willkommen auch dir. Freunde werden. Ich möchte mich unbedingt mit einem bestimmten Kind anfreunden, aber es scheint nicht mein Freund sein zu wollen. Was kann ich tun, damit es mein Freund wird? Freundschaft kann man nicht erzwingen. Du hast eine Familie, die ist groß genug. Du brauchst nicht mehr Freunde. Okay, es ist 22 Uhr, aber ich werde jetzt Stella ins Bett gehen lassen, weil ich glaube, dass wir... dass die Geburt mitten in der Nacht losgeht. Ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen. Deswegen lasse ich sie jetzt einfach ein bisschen schlafen. Und dann ist sie hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich fit. So, er isst was. Don kann auch noch ein Stückchen Kuchen essen. Oh, Leute, ich bin so gespannt, wann es losgeht. Sie hat so sehr zugenommen, dass ihr Oberteil schon da durchragt. Oder ist es ihr Bein? Ich weiß es nicht. Es ist lustigerweise, glaube ich, auch tatsächlich so, dass die meisten Geburten nachts losgehen, weil der Körper dann runterfährt und dann kann alles losgehen. Das ist ziemlich interessant. Sie übt einfach ein bisschen Klavier, sage ich schon, Gitarre in ihrem Zimmer. Okay, why not? Dafür hat sie Hunger. Ach Leute, es ist schon spät. Könnt ihr bitte, bitte, bitte... einfach alle ins Bett gehen. So langsam zumindest. Hallo Hunde Queen, ist das Baby schon da? Nein. Nein, wir warten immer noch darauf. Ich hatte eine Zeit lang 4 Kleinkinder. Uiuiui, das hatten wir ja auch. Wie gesagt, ich habe ja. Also ich lade ja langsam die Streams hoch und da habe ich dann auch schon mal noch. Also habe ich auch wieder gesehen, dass wir 4 Kleinkinder zur selben Zeit hatten. Und ich frage mich einfach, wie haben wir das geschafft? Wie haben wir das durchgestanden? Meine Sims gebären, bekommen sie eine bessere Gesundheitsleiste? Ist das normal? Oh, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich nicht. Also, ich habe nie direkt drauf geachtet, deswegen... Okay, er muss auf Toilette, er muss das Unangenehme auf Toilette. Vielleicht benenne ich das einfach mal um. Ich mag nicht, dass das so vulgär dasteht. So. Oh, ich liebe unsere Küche immer noch. Aber was ich noch ändern möchte, ist, dass wir hier keinen Holzboden reinmachen. Oder allgemein die Böden.
Und hier die Wände, weil irgendwie gefällt mir das Blau nicht mehr so ganz. Aber ah, sie muss auch auf Toilette. Oh, jetzt hören wir zweimal diese ekelhaften Geräusche. Die Bedürfnisse werden automatisch aufgefüllt. Ah. Das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Und ich habe überlegt, wir werden dann später den Kleinkindstuhl einfach hier daneben stellen, anstatt an den Tisch, weil ich glaube, dass es einfach ein bisschen praktischer ist. Okay. Okay, das hört man über mehrere Etagen. Am besten sieht man das durch, wenn ein Sim namens Flinny Cat bauchfrei trägt. Oh Mann, der Arme, er hat doch nichts getan. Sein Ratti hat Hunger. Dann gib Ratti mal was zu essen. Du gehst schlafen, du gehst auch schlafen. Oh. Hallo Allegra. Oh, es passiert. Das ist es. Okay. Sie hat Wehen. Es geht los. Okay, Leute, wir haben aber jetzt noch 3 Stunden Zeit. Das heißt, sie wird erstmal auf die Toilette gehen, weil sie muss auf Toilette. Und dann lassen wir sie nochmal duschen. Und dann schicken wir sie ins Krankenhaus. Und Don kommt mit. Vorelterliche Panik. Das ist okay. Das ist okay. Das darfst du, Don. Oh Gott. Geht einfach gleich los. Moment, ist heute nicht? Nee, morgen ist der Geburtstag von den Zwillingsmädels. Okay, du darfst jetzt noch ein Bad nehmen, beziehungsweise noch kurz duschen. Dann bitte noch mal Zähne putzen. Wir haben ein bisschen Zeit. Wenn die Wehen einsetzen, dauert es meistens noch ein bisschen. Oh Gott, ich hoffe, das beschleunigt das jetzt nicht. Hallo, Lailuna, herzlich willkommen. Du kommst perfekt zur Geburt von Sisi. Also von dem Jungen natürlich. Also, wir sind ja der festen Überzeugung, es ist ein Junge. Hallo, Biker Girl, danke fürs Folgen. Herzlich willkommen. So, dann kann Don jetzt auch mal langsam aufstehen. Dann kriegt er kurz noch seine vorelterliche Panik. Sie möchte sich erst nochmal die Vase ansehen, die im Zimmer ihrer Tochter. Oh, guck mal, das ist dieselbe Vase, die wir hier unten hingestellt haben. Alles klar. Okay, aber wir werden jetzt natürlich erstmal das verdorbene Essen aussortieren, weil ich mache es jetzt richtig spannend. Hat Don auch noch verdorbenes Essen, was wir aussortieren können? Nein. Natürlich nicht. Aber dann kann noch kurz mal duschen. Ja, Emily, das war bei Pretty Little Liars auch so. Was heißt auch so? Bei uns ist es ja einfach nur, dass der Arzt sich verguckt hat. So, sie guckt sich jetzt noch die Gemälde an, während Don noch in Ruhe duscht. Okay, wir haben noch 2 Stunden Zeit, Leute. Wir haben noch 2 Stunden. Zwei nicht ganz so angenehme Stunden und theoretisch hätte sie noch was essen können, weil sie ein bisschen Hunger hat, aber das ist okay. Okay, Don ist fertig, das heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg ins Krankenhaus. Baby im Krankenhaus bekommen, wir machen natürlich mit und wie hoch sind die Chancen, dass Mirko unser Arzt ist? Ich glaube, sehr hoch. Don kommt natürlich mit, wie die ganzen anderen Maler. Der Arzt hatte seine Brille vergessen, also psch. Anna hat die Platz gleich. Ja, wir machen es doch jetzt schon. Ich bin gespannt, wer unser Arzt ist, ob es wieder Mirko ist. Ob es derselbe Arzt ist, der unsere anderen 6 Kinder auf die Welt gebracht hat. Und danach werde ich aber bei Don und Stella einstellen, dass sie keine Kinder mehr möchten. So. Sie watschelt so vor sich hin. Halt immer noch 2 Stunden, alles chillig, so, yo, ist das Mirko? Das ist einfach Mirko. Er ist Assistent. Das heißt, er ist nicht unser Arzt. Okay, aber sie watschelt da vor sich hin. Ziemlich, ziemlich kugelrund. Oh mein Gott, das ist einfach Luisa Mertens. Ist das nicht die, die Don gefragt hat, ob sie auch mit ihm ausgehen möchte? Ich bin verwirrt. Und sie ist Krankenhauspraktikantin. Okay, eine Praktikantin bringt einfach unser Kind zur Welt. Ist okay. Aber wenn das jetzt ein Junge wird, ne? Wir haben das eigentlich gecheatet. Und ich habe das Spiel neu gestartet zwischendurch.
Gott, sie macht es spannend. Sie macht es so spannend. Ich würde ihn löschen. Nee, er ist ja jetzt nicht unser Arzt, von daher ist es okay. Es ist ein Mädchen. Stella hat soeben ein Mädchen zur Welt gebracht. Dieses Baby braucht einen Namen. Wie möchtest du sie nennen? Sie wird Sisi heißen. Und wir lassen den Nachnamen von Don, weil sie wird sowieso später heiraten und hat sie einen anderen Nachnamen. Von daher Sisi. Oh Gott sei Dank, es ist tatsächlich nur eins. Ah, da ist sie. Da ist unsere Cutie. Und sie stinkt. Okay. So sehr süß. Sehr, sehr süß. Moment. Moment. Ich brauche einen Screenshot von den beiden. So, perfekt. So, wunderschön. Stella ist ja endlich mal ein bisschen runder. Sie war ja am Anfang nach 29.392 Zwillingen immer noch so dünn. Ich war neidisch. Ja, also sie hat ein bisschen zugenommen, aber das ist ja nicht schlimm. Ich finde das vollkommen okay und ich finde, es steht ihr auch ganz gut. So, sie hat es geschafft und sie ist jetzt glücklich darüber, dass sie jetzt keine Kinder mehr bekommen muss. Zumindest nicht willentlich und unwillentlich auch nicht. Okay, sie trott. Das stimmt tatsächlich, was Lalalu gesagt hat. So, die ganzen Bedürfnisse sind voll. Okay, das wusste ich nicht. Ah, wir haben ein neues Baby. Oh, wir haben schon so lange kein Baby mehr gehabt, ne? Und jetzt kann ich auch endlich diesen Strampler benutzen. Endlich. Wobei, wir haben einen pinken Strampler. Theoretisch. Okay, jetzt sind ihre Bedürfnisse einfach wieder Kacke. Gut. Und die Familie ist wach. Warum auch immer die Familie wach ist. Geht bitte. Ich schicke sie jetzt einfach alle ins Bett. Sie sollen bitte einfach mal alle schlafen. So. Und du schläfst da oben und Don schläft dort. So stinkt sie. Achso, okay. Wir haben ja jetzt nur einen pinken Strampler, den wir dem Baby anziehen wollten, aber wir sind ja eigentlich davon ausgegangen, dass es ein Junge wird. Aber ich werde trotzdem den pinken Strampler benutzen. Ah, da ist uns eine kleine Sisi. Oh, das sah gerade ein bisschen gruselig aus. Aber sie schläft seelenruhig, das ist schön. Das ist sehr schön. Okay, sie hat großen Hunger. Na dann, tu deine Baby den Strampler an. Du kannst sie erstmal an die Brust nehmen und dann ziehst du ihr bitte den Strampler an. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Ich habe das noch nie gesehen. Okay, erstmal Fütterungszeit, die Raubtierfütterung. Ich möchte jetzt bitte sehen. Oh mein Gott, ist das süß mit dem Eis. Oh mein Gott, ist das niedlich. Oh, ich liebe das. Ich liebe das. Es ist genauso niedlich, wie ich es mir vorgestellt habe. Okay, und dann geht sie auf Toilette und geht dann nochmal schlafen. So. Aber nichtsdestotrotz, die Kinder müssen heute zur Schule. Wer ist denn am... Oh, sie sind alle nicht ausgeschlafen, aber sie noch am meisten. Das heißt, unsere gute Elsa wird dann Frühstück servieren und zwar Rührei mit Speck. Und ich glaube, am Freitag, ja, am Freitag hat sie Geburtstag. Am Freitag haben einfach Alice und Elsa Geburtstag und dann haben wir einfach nur noch drei Kinder im Haus. Drei. Die Familie schrumpft jetzt so schnell. Ich weiß nicht, ob ich schon bereit dafür bin. Okay, heute ist Sommerfest. Also wir können, so theoretisch könnten wir Stella wirklich so ein bisschen fitter werden lassen. Ich würde aber tatsächlich damit warten, bis sie Geburtstag hatte und dann steht ja was mit Midlife Crisis und dann denkt sie sich so, ja, wir haben jetzt unsere sieben Kinder und die beiden mittleren, also das heißt die beiden mittleren, wir haben ja eigentlich vier mittlere Kinder, aber die beiden Mädels sind dann aus dem Haus und dann so, yo, jetzt.
lege ich nochmal richtig los und dann trainiert sie und macht Sport und baut Muskeln auf und sowas und dann könnten wir das theoretisch so machen. Aber erstmal werden wir dann, sobald die beiden aufgestanden sind, ihnen, wie gesagt, das Merkmal geben, dass sie keine Kinder mehr möchten und wir müssen das noch einstellen, dass sie auch verhüten. Und das Baby weint. So, Don ist eigentlich fast ausgeschlafen. Er kann dann mal die schmutzige Windel wechseln gehen und hüpfen. Und dann kann er noch ein bisschen weiter schlafen. So, und sie macht hier schon mal das Frühstück für alle. Hallo Tappa, herzlich willkommen. Rose Queen, danke fürs Folgen und herzlich willkommen. So, ich meine, der Großteil der Familie wird nicht mehr frühstücken können, weil wir es versuchen können. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was bringt. So, okay, Don geht jetzt nochmal schlafen. Und sie ist auch. Ist das eine Pfütze? Okay, warum ist da eine Pfütze? Sie hat sich doch nicht in die Hosen gemacht, oder? Ich bin verwirrt. So, die Kinder frühstücken schön. Wir haben einfach vier Teenager-Leute. Das ist das Fruchtwasser. Den Gedanken hatte ich gerade auch, aber ich habe das noch nie gesehen. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Unsere mittleren Kinder. Sie sind so cute. Und sie sehen alle irgendwie ähnlich aus. Okay, Sisi ist wach, aber ihr fehlt nichts. So, wie sieht es bei Ihnen aus? Sie brauchen noch ein bisschen Schlaf. Und dann können Sie. Ist wegen einem Mod, hab das auch. Weißt du, wegen welchem? Und hallo Laura, danke fürs Folgen. Herzlich willkommen. So, könnt ihr ein bisschen schneller essen, Leute? Es ist Schulzeit. So, Elsa ist zur Schule. Sie gehen einfach alle zur Schule, außer Alice. Alice räumt erst noch die Teller weg. Und dann geht sie zur Schule. So. Von denen. Okay, haben wir Rechnungen bekommen? Nein? Bin verwirrt. Ah, von Wonderful Whims. Stimmt, das kann natürlich sein. So, es ist 10 Uhr. Don ist aufgestanden. Er nimmt sich jetzt sein Gericht. Er ist glücklich, denn das Baby ist da. Da ist es. Jetzt hat Don ein neues Baby. Es ist annehmbar süß und wird neuen Schwung in Dons Leben bringen. Manchmal ist eine Veränderung etwas Gutes. So. Ich habe auch nebenbei schon die Regeln offen, weil ich mir nicht sicher war, wie das mit den Merkmalen beispielsweise ist. Ich meine, wir haben da noch ein bisschen Zeit, aber ich muss mich ja jetzt schon in die neue Generation einlesen. Und theoretisch müssen wir jetzt einfach nur dafür sorgen, dass Sisi, jetzt kann ich endlich sagen, dass sie Sisi heißt und nicht immer so unsere Cinderella. Ja, du kannst Joghurt essen, ist egal. Du hast gerade eine Geburt hinter dir, da ist Joghurt in Ordnung. Jedenfalls muss sie einfach nur gute Noten bekommen, damit wir die Schneewittchen-Generation erfolgreich abschließen können. Okay, also erstmal Schwangerschaftswunsch wählen. Möchte momentan keine Schwangerschaft. Und bei Don möchte momentan kein Kind. Und dann werden die beiden. Oh, wo war das da? Bitten zu verhüten. So. Ich finde das gut mit der Midlife Crisis. Ja. Aber das ist dann halt erst, nachdem sie älter geworden ist. Tägliche Obergrenze für einen Lebensstil erreicht. Okay. Haben Sie das jetzt schon geklärt? Nee, ohne Verhütung. Nee, bitte, bitte, bitte macht es mal. Wellness, nee, bitten Option zu. Hä, warum steht das hier falsch drin? Da steht immer noch ohne Verhütung.
Okay. Jetzt. Jetzt hat es funktioniert. So, und ich wollte noch den Better Toddlers, nee, Better Babies, über Babys sprechen und Debatte über die beste Windelmarke. Ah, okay, dann gibt es auch Kleiner Engel wegen Gespräche über Babys. Okay. Ich habe den Mod, wie gesagt, erst 2 Minuten vor dem Stream installiert, von daher habe ich auch keine Ahnung, was der alles macht, aber das ist schon ganz cool. So. Erleichterung über reibungslose Geburt ausdrücken und dann kann sie entspannt einmal kurz in die Badewanne. Na ja, gut, sie kann duschen. Beim Frühstücken spreche ich auch über Windelmarken. Das sind wichtige Themen, wenn man ein Kind hat. Er kann auch mal duschen und auf Toilette. Sisi ist erstaunlich ruhig. Denke mal, ihr gefällt ihr Zimmer. Hätte ich es mal nicht gesagt. Kann ja auch nicht meine Klappe halten. Hüpfen, Grimasse schneiden, angurren. Antihydrationserinnerung von Nett. Ich hatte gerade das Gefühl, ich habe einfach 2 Kinder schreien gehört. So, dann kann sie die Toilette nochmal benutzen. Und dann schreit sie immer noch. Okay, dann haben wir das Kind beruhigt. Und dann kann sie ein bisschen malen, damit wir ein bisschen Geld kriegen. Nee, vielleicht kein selbstsicheres Gemälde, sondern mach einfach mal ein Figurengemälde. Das geht immer relativ schnell. Und Don... Ich weiß nicht. Don sollte irgendwas machen, wo er Geld nach Hause bringt, aber ich habe keine Ahnung, was er machen kann. Ist der Hund schon da? Nein. Nein. Aber das können... Das wird vielleicht ein bisschen knapp. Aber wir könnten das eigentlich machen. Don kann sich ein bisschen weiterentwickeln. Er kann sich ein bisschen um die Pflanzen kümmern. Wenn das geht. Nee, nicht wirklich. Was könnte er dann machen? Wir könnten mal nach dem Hund gucken. War das doch mal der Service? Glückskeks. Aber wir lassen erstmal Hund adoptieren für 200 Simoleons. Dann können wir uns nämlich schon mal die Hunde angucken und können entscheiden, welchen Hund wir uns holen. So. Gibt es einen Hund? Ich will nichts sagen, aber irgendwie sieht Bubbles ein bisschen komisch aus. Irgendwie sieht Bubbles so aus, als hätte er einen ganz, ganz schlechten Tag gehabt. Betty ist süß. Ja, Betty ist mir tatsächlich auch ins Auge gesprungen. Aber ich finde auch Törtchen irgendwie niedlich. So. Betty oder Sascha? Sascha hat ein grünes Auge, kann das sein? Ein Silky Terrier. Dobermann-Pinscher. Wir können ja mal beide kommen lassen. Ein Mädchen wollte, das sind beides Mädchen, glaube ich. Ja, es sind beides Welpen und beides Weibchen und beide sind sterilisiert. Ich würde sagen, wir lassen... Kann man nicht... Hä? Service engagieren? Man kann doch mehrere Hunde auswählen. Nein? Ich war der Meinung, man kann mehrere auswählen. Wie seltsam. Also erstmal der Glückskeks des heutigen Tages. Lasse einen kleinen Zwist nicht eine gute Freundschaft verletzen. Und da ist Betty. Wir können ja mal nach ihren Merkmalen gucken. Nee, wartet mal. Das muss doch gehen, dass man mehrere Hunde adoptieren kann, oder? Vielleicht ist... Stimmt! Stimmt, wir haben... Wir haben nur einen Platz frei. Aber ich dachte, man kann sich trotzdem mehrere anschauen. Aber Betty hat es uns so ein bisschen angetan. Und ich fand Betty tatsächlich auch als erstes ganz süß.
Deswegen gucken wir mal, was für Merkmale sie hat und dann entscheiden wir, ob wir sie nehmen oder nicht kennenlernen. Oh, sie ist einfach so cute. Vielleicht war es dann auch einfach ein Wink des Schicksals, dass ich nur einen Hund auswählen konnte. Sie ist laut. Damit habe ich erstmal primär kein Problem. Sie ist unabhängig, das ist auch okay. Und, was ist hier noch? Außer ein kleines süßes Mäuschen. Abenteuerlich. Also ein abenteuerlicher. Laut, kein Problem, du hast 7 Kinder, ja, das stimmt. Ein abenteuerlicher, lauter, unabhängiger Hund. Ich finde, das klingt eigentlich ganz gut und ich glaube, ich möchte sie haben. Wir adoptieren sie. Wir adoptieren sie. Dann muss leider schon zur Arbeit. Das ist egal, wir adoptieren jetzt erstmal unsere kleine Betty. Wollen wir den Namen lassen? Weil irgendwie finde ich den Namen süß. Ja. Möchtest du dieses Tier wirklich adoptieren? Ja. Ja, der Name ist süß. Ja, finde ich auch. Und er passt irgendwie zu ihr. Das ist einfach unsere kleine Betty. Ich mag den. Ich mag Betty. Wir haben einen Hund. Wir haben einfach einen Hund. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir brauchen jetzt erstmal Hundesachen. Aber erstmal wird hier kurz die Windel gewechselt. Und dann. Oh mein Gott, wir haben uns einen Hund gekauft. Betty ist einfach so niedlich. So. Erstmal Hundesachen. Sie kriegt erstmal den Wauwau-Futternapf. Wir müssen ein bisschen aufs Geld achten, deswegen. Und er soll zur Küche passen und mit der Farbe passt er wunderbar zur Küche. Da ist zwar Fisch drauf, aber das gibt's auch mit Knochen. Dann kriegt sie. Oh Mann, das ist schade, dass man das dahin nicht platzieren kann. Oder kann man das? Ich weiß es nicht. Ich könnte aber auch. Moment, wartet mal. Ich möchte mal etwas versuchen. Und zwar, wenn wir jetzt hier quasi noch so ein Geländer machen. Da so ein Geländer. Dann sieht das ein bisschen aus wie ein kleiner Hundeknast. Aber wir machen das noch schön. So, wir machen das in diesem. Mintgrün, Türkis. Ne, in dem Türkis, weil wir haben ja alles so ein bisschen Türkis gehalten. Oh, ich weiß nicht, ob das ein großer Hund wird. Weil ich würde tatsächlich, das mache ich halt lustigerweise meistens, wenn ich Hunde hole, dass ich vor der Tür wie so eine Art Hundehütte baue. Beziehungsweise wir könnten das auch in den Garten bauen. Das wäre vielleicht auch eine ganz schnucklige Idee. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Also theoretisch könnte, glaube ich. Nee, das wäre zu klein. Dann müssten wir das hier ein bisschen größer machen. Hier so eine kleine Hundehütte vor der Tür direkt. Oder hierhin. Welche Rasse ist sie denn? Dobermann-Pinscher? Also Dobermänner sind auf jeden Fall groß. Deswegen würde ich hier eine Hundehütte bauen. Aber hier kommt irgendwann ein Pool hin. Ja. Wo platzieren wir die Hundehütte? Wir haben keinen Platz für eine Hundehütte. Theoretisch könnten wir das so machen, dass wir das umdrehen. Warum? Warum geht das nicht? Können wir da keine Treppe hin platzieren? Wir können da halt wirklich keine Treppe hin platzieren. Das ist ja ein bisschen doof. Was können wir denn nicht im Haushaltsinventar platzieren? I don't get it. Okay. Wir könnten theoretisch die Schaukel erstmal darüber stellen. Und dann bauen wir einfach hier so in die Ecke.
So eine kleine Hundehütte. Eine teure Hundehütte. Aber ein schöner. So hier, so mit einem Dach drauf. Sieht ein bisschen komisch aus, ne? Sieht echt ein bisschen merkwürdig aus. Vielleicht machen wir das auch ein bisschen anders. Besonders auch, weil es ziemlich teuer ist, eine Hundehütte zu bauen. Dann kriegt sie, gut, im Arbeitszimmer haben wir auch keinen Platz für so ein Hundedings. Sie kriegt keine Hundehütte, sie kriegt einfach hier oben ihren Platz. Dann müssen wir die Tür nur um eins versetzen und verschieben wir das alles ein Stückchen rüber. So. Dann kommt hier ihr Schlafplatz hin. Das sollte genügen, das sollte ausreichen. Wunderschön. Der Hund kann draußen im Garten schlafen. Aber wenn es regnet, wäre das natürlich ein bisschen gemein. Deswegen kann ich das hier in die Ecke stellen. Oh, das kann ich sogar da in die Ecke stellen. Das passt ja perfekt. Weil dann können wir nämlich hier oben noch so ein Hundespielzeug ein Dingschen platzieren. Und natürlich in den Garten auch eins. So. Wie sind denn die billigen davon? Hier, das Dingens. Das stellen wir einfach hier davor. So. Braucht sie noch irgendwas? Hunde brauchen ja relativ wenig. Ah. So, platziere das bitte. Fehlt denn da noch was? Ach, da. Das ist der falsche. Da das Endstück. So, das. Das Schieferbecken stand da. So, dann kann ich auch gleich, wenn wir hier einmal im Baumodus sind, mal schauen, ob wir hier ein paar Fliesen haben, die wir da hinpacken können. Ich fände das eigentlich ganz schön. Ist die auch in weiß? Ne, nur in einem dunklen Blau. Gibt es die in weiß? Hallo, Miss Valentine's Day. Herzlich willkommen. Wobei das, glaube ich, mit den Karos an der Wand ein bisschen too much sein könnte. Deswegen würde ich vielleicht so ein ganz simples weißes nehmen. Und dann könnten wir theoretisch... Wie ging das nochmal? Wo war es? Hier so eine Abgrenzung hinmachen, damit das ein bisschen getrennt voneinander ist. Weil da können die Sims, soweit ich weiß, auch drüber laufen. So, dann sieht es nämlich nicht ganz so... Naja, nicht ganz so stark abgegrenzt aus. So, geht es dir gut? Ja, mir geht es sehr gut und ich hoffe dir auch. Und dann kann ich nämlich nochmal schauen, wenn wir einmal hier im Baumodus sind. Neue Tapete. Irgendwie gefällt mir die alte nicht mehr so ganz. Leute. Perfekt. Vielleicht so einfaches Weiß? Okay, das Gelb ist ein bisschen zu knallig. Ich wollte gerade sagen, wir können aber auch mal was komplett anderes nehmen, weil ich ja sonst immer nur Tapeten nehme. Das hat was, aber ich weiß nicht, ob das zu ihnen passt. Beziehungsweise, nee, die Trockenwand nicht. Wo ist es denn da? Wir können ja den puren Ausdruck erstmal nehmen für die ganze Flure.
Und dann können wir hier eine Akzentwand machen oder hier eine Akzentwand. Vielleicht mit einem. Nee, das Blau passt nicht so ganz dazu. Entweder das Braun oder wir machen da halt wirklich so eine Ziegelwand, weil irgendwie fände ich das auch ganz schön. Es wäre mal was anderes, weil ich nehme immer dieselbe Farbe für das komplette Wohnzimmer. Das passt natürlich von der Farbe her auch total zu dem Ständer dort. Lilly, danke fürs Folgen. Herzlich willkommen. Thank you. Danke für die 95 Bits, Miss Valentine's Day. Komme gerade vom Tierarzt. Leider hat meine Katze einen Herzfehler, habe ich gerade erfahren, aber sie kann damit leben. Oh, das tut mir leid. Aber wenn sie damit leben kann, dann ist das ja zumindest irgendwas Positives. Ich wollte gerade sagen, gute Besserung, aber ich weiß nicht, ob das wieder weggehen kann. Ich finde das gerade irgendwie voll schön. Was ist das? Okay, das ist einfach nur so einfarbig. Ich weiß nicht, ob ich das so mag, weil irgendwie gefällt mir das, aber irgendwie ist es auch ein bisschen komisch. Wenn man so guckt, das sieht total harmonisch aus. Irgendwie. Mir gefällt das. Wir lassen es erstmal so, aber ich glaube, dann muss ich hier unten die Wände noch anpassen. So. So viel zum Thema Akzentwand, ne? Jetzt habe ich das ganze Wohnzimmer so gemacht, aber hier oben geht es ja dann mit dem normalen weiter. Beziehungsweise, ich würde hier die Ecke tatsächlich noch so machen. Mit der Wand. Damit das ein fließenderer Übergang zu dem, zu den Wänden unten ist. Genauso wie hier oben. Dann ist das. Ach, ich weiß nicht, ich bin nicht so gut darin. Nee, das sieht doof aus. Sie muss jetzt ihr restliches Leben Medikamente nehmen, aber sie kann dann wieder unbeschwert spielen, ohne zu kollabieren. Also im Grunde war es eine gute Nachricht, weil wir jetzt was dagegen unternehmen können und sie wieder glücklich ist. Ich weiß gerade nicht wirklich, was ich dazu sagen soll, leider, weil einerseits, wie du schon sagst, ist es in einem gewissen Sinne eine gute Nachricht, weil sie jetzt halt wieder spielen kann und entsprechende Medikamente hat. Aber andererseits tut es mir halt auch voll leid, weil sie diesen Herzfehler hat. Lass das jetzt einfach so. So, wir werden uns schon damit anfreunden. Und dann können wir die Schüttel füllen, die Schüssel füllen und Betty mal zum Essen rufen. Tsubasa verlässt dich. Die Adoptionsbewertung ist abgeschlossen. Sehr schön. So. Stella kann jetzt schnell eine Mahlzeit essen. Okay. Stella hat soeben mit Betty Freundschaft geschlossen. Okay. Ach, hier geht auch alles kaputt in der Familie. Shorty, danke fürs Folgen. Herzlich willkommen. So niedlich. Gut, dann isst sie halt einfach Erbsen und ihre Kinder essen halt einfach mal gar nichts. Ich verstehe diese Familie nicht. So.
Emmy, danke fürs Folgen und herzlich willkommen. Ja, wenn du halt auch so eine Katze hast, die halt, ich sag jetzt mal, problemlos Medikamente nimmt, dann ist ja alles in dem Sinne gut. Aber Katzen können halt auch manchmal zicken sein, was Medikamente angeht. Immer diese kaputten Kühlschränke. Ja. Ja, definitiv. Und jetzt. Erst holt sie sich Joghurt. Erst holt sie sich Erbsen, die da im Übrigen immer noch rumstehen, und dann Joghurt. Es ist okay. Ist okay. Da muss sie jetzt durch. Ich meine, du hast recht. Aber die Katze versteht das höchstwahrscheinlich nicht. Spielt sie jetzt so. Elsa, kannst du bitte mal Abendessen machen? Du kannst das mal bitte dort aufwischen und dann kannst du bitte selber mal eine erfrischende Dusche nehmen. Okay, da ist gerade niemand drin. Und dann kann sie auch mal die Schüssel füllen und kann auch mal Übertrinken aus Pfützen belehren, weil ich möchte, dass das... Ne? Nee, die hat mich bis jetzt auch nicht mal mit den Hintern angeguckt. Oh, ich finde es immer so schade, dass die Tiere das nicht verstehen, dass man es nur gut mit ihnen meint. Aber ich glaube, morgen hat sie das schon wieder vergessen, bis zur nächsten Medikamenteneinnahme, und dann irgendwann gewöhnt sie sich dran. Oh, ist das süß. Oh, Betty ist einfach so niedlich. So, ich finde es schön, dass die Kinder sich gerade alle selbst versorgen. Das wird schnell wieder, ja. Spätestens beim nächsten Leckerli, als er dich wieder unendlich liebt. Daisy hat soeben mit Betty Freundschaft geschlossen. Ja, schön. Schön, schön. Das stimmt, morgens und abends werde ich jetzt Castor. Aber Katzen sind doch immer so niedlich, auch wenn sie einen gerade hassen. Das ist furchtbar. Das hat die Evolution schon gut gemacht. Stella geht es überraschend gut. So, kann sie den roten Herrenpullover weiter stricken? Was ist das bitte für ein Pferd? Wir haben einfach 7 Geburtsurkunden im Inventar. 7 Geburtsurkunden. Haben wir noch genügend Verhütung? Nee, haben wir nicht. Also, bitte, aufmerksamer Spaziergang, ja, nee. Geh bitte. Bitte Verhütung kaufen. Ah, hier ist der Hundeknast. Ich habe insgesamt 3 Katzen und die Jungs verteidigen sie jetzt immer, wenn ich ihr eine Tablette geben will. Oh, das ist ja mal voll niedlich. Oh Gott, Katzen sind schon was Besonderes. Ja, bist du. Detlef Braun. Schwinde. Geh weg. So, die Kinder rocken jetzt erstmal kurz den Haushalt. Beziehungsweise sie machen Hausaufgaben. Warum hat Elsa so viele Bücher? Ich verstehe es nicht. Bitte Hausaufgaben machen. Daisy und Flynn müssen auf jeden Fall... Achso. Müssen auf jeden Fall noch bessere Noten bekommen. Die Mädels sind soweit eigentlich durch. Die haben morgen ihren letzten Schultag und dann ziehen sie auch aus. Dann haben wir 2 leere Zimmer. Was machen wir mit 2 leeren Zimmern? Theoretisch, also dieses Zimmer wird leer und dieses Zimmer, nee, das Zimmer wird dann leer. Wir könnten theoretisch, was machen wir da rein? Wir könnten für Don und Stella dann, wenn sie in ihrer Midlife-Crisis ist, in eins der beiden Räume quasi ein Fitnessstudio bauen, dass wir dann vielleicht das hier oben nehmen und da vielleicht auch eine Yogamatte reinstellen. Und einen Boxsack und halt ein paar Fitnessgeräte. Wer ist das? Luisa Mertens. Mann, warum kommen unsere Ärzte immer zu uns nach Hause und baden? Was habt ihr für ein Problem?
Ein Spielzimmer. Wir haben ja noch dieses dieses Videospielgerät. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, diese Matte, die ein bisschen viel Platz wegnimmt. Die könnten wir auch irgendwo platzieren. So, Liam, wir geben einfach mal unseren, also wenn die Jungs vorbeikommen, geben wir ihnen einfach mal die Haustürschlüssel. Sie kann mal die Post bekommen. Hallo Ninja-Hörn, herzlich willkommen. Dann kann sie auch den Wohnungsschlüssel geben. Dann muss sie das nicht machen und kann sich auch auf ihre Hausaufgaben konzentrieren. Was haben wir denn bekommen? Lilien? Können wir die eigentlich hier entpflanzen? Es ist an der Zeit, hier aufzuräumen. Irgendwas stinkt wirklich. Es ist an der Zeit, hier aufzuräumen. Es ist an der Zeit, hier aufzuräumen. Warum räumt ihr nicht auf? Nur eine Frage. Aber ich finde es schön, wie sie halt alle am Tisch sitzen. So, Louis kriegt natürlich auch einen Wohnungsschlüssel. Ich habe tatsächlich jetzt auch schon. Ja, das ist fertig mit den Hausaufgaben. Ich hoffe, dein Geburtstag war großartig. Ja, war er bestimmt. Ich habe jetzt auch schon einen Plan, wie wir später dann das Haus von Cici machen. Es ist furchtbar. Warum sind alle Newcomer? Ich glaube, das sind sie gar nicht alle, oder? Also Liam ist Newcomer, weil er ja gezeichnet hat und die restlichen Kinder sind eigentlich normal, aber wo ist der Hund? Da ist der Hund. Da ist das Hündchen. Das kleine Wauzi. Das kleine schläfrige Wauzi. So, die beiden verstehen sich auch sehr gut. Erinnerungen über Ausflug sprechen. Was ist das für ein widerlicher Geruch? Hier muss eine Tiefenreinigung stattfinden. Es riecht hier so schlecht. Ich glaube, die Sims wollen mir was sagen. Okay, sie kann dann das noch reparieren. Warum ist es hier so schmutzig? Hier riecht es so schlecht. Ja, eure Spülmaschine ist kaputt. Und niemand, wirklich niemand, kümmert sich darum. Ja, Gott. Aber ja, ich möchte später bei Cici, dadurch, dass sie in ihrer Generation nur maximal 3 Kinder bekommen darf, möchte ich ihr ein Tiny House spendieren dann. Aber mal gucken, wie das wird. Also vielleicht nicht unbedingt ein Tiny House. Ich weiß gerade gar nicht, wie die Abstufung ist, aber halt so ein winziges Haus. Weil das hier, das ist halt schon riesig, wenn man das mal so bedenkt. Das ist wirklich riesig. Von daher wäre das mal eine schöne Abwechslung. So, ist noch was kaputt gegangen? So, sie kann das dann mal verbessern. Sie kann das wegwerfen. So, wo ist Betty? Da ist Betty. Die gute Elsa wird jetzt einfach mal sie bitten, das Geschäft zu erledigen, weil ich nicht möchte, dass sie das im Haus macht. Und dann kann sie auf Toilette gehen. Und dann ist schon wieder Schlafenszeit. Das ist die letzte Nacht der beiden Mädels hier im Haus. Oh Leute, ich weiß nicht, ob ich dazu bereit bin, die beiden gehen zu lassen. Es sind doch erst die Jungs ausgezogen. Jetzt auch noch die Mädels. Uff. Level 6 der Fähigkeit, Geschicklichkeit. Okay, schön. Oh, dann könnte heute befördert werden. Oh, sie ist einfach so süß. So ein kleiner Engel. Unfassbar niedlich. Und erstaunlicherweise ist Stella noch sehr, sehr munter.
Befördert zu Getränkemeister. Na, endlich! Endlich! Und wir haben schon die ganzen Sachen für seine nächste Beförderung fertig. Oh, Gott sei Dank. Er verdient jetzt 55 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 166 Simoleons pro Stunde ergibt. Wir haben einen Bonus von 3916 Simoleons und den Deckenfluter Limo on the Beach erhalten. Ich muss schon sagen, dass Sisi ein sehr, sehr ruhiges Baby ist. So, Stella hat die Installation des Updates abgeschlossen und dann kannst du dich noch ein bisschen um dein Mädchen kümmern und dann reparieren. Nun, ich bin jetzt raus. Tag. Bewundernswert, dass du mit 7 Kindern spielen kannst. Ich bin bei einem schon überfordert. Also, eigentlich hatten wir immer nur 6 und jetzt haben wir 5, weil 2 ja schon aus dem Haus sind. Das heißt, wir hatten nie zeitgleich 7 Kinder. Aber es war eine Herausforderung. Aber erstaunlicherweise hat ganz gut geklappt. Süßer Moment. Wegen Stillen. Muttermilch ist die ideale Nahrung für Babys, da sie ihren speziellen Bedürfnissen am besten entspricht. Wegen Kuschelbaby. Stella teilt einen zarten Moment mit ihrem Baby. Ihrem Baby Liebe zu geben und sie zu bekommen, ist einfach das beste Gefühl, das es je gab. Oh, ist das süß. Und wegen Windelwechsel gelangweilt plus 2. Das Wechseln der Windel des Babys ist nicht der Lieblingsjob der Eltern, aber für das Wohlbefinden des Babys von entscheidender Bedeutung. Ach süß, ich liebe diese Mods. Ich liebe diese Mods. So. Speichern. Das ist schon ein geheimes Talent. Wir haben das Sommerfest gar nicht gefeiert. Verdammt. Das Sommerfest war grauenhaft. Tut mir leid. Ich habe das halt voll verpennt. So, es gibt einen Notfall. Ich muss jetzt gehen. Ja, natürlich. Der Geburtstag von Sisi naht. Aber heute ist Freitag. Und die Zwillingsmädchen haben Geburtstag. Oh Gott, Leute. Riesen Respekt an Anna und alle, die Disney Legacy spielen. Liebe geht raus. Oh, es ist cute. Aber ich muss sagen, man gewöhnt sich dran. Aber ich freue mich auch schon, wenn wir in der Cinderella-Generation spielen und wir einfach nur ein oder zwei Kinder kriegen. Das lasse ich dann euch tatsächlich entscheiden, ob sie 1, 2 oder 3 Kinder kriegen soll. Aber noch nicht heute. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So, du kannst jetzt mal eine erfrischende Dusche nehmen, dann kannst du bitte die Toilette säubern, kannst dann die Toilette verwenden. Und dann, ich habe vergessen, den Salat wegzustellen. Kannst du da aufräumen, kannst die Schüssel füllen, kannst das aufräumen, kannst das weglegen, weil noch ist Cinderella, also Sisi, nicht alt genug, um das selber zu machen. Und dann ist er auch schon wach, kann hier unten eine Dusche nehmen, kann dann die Toilette benutzen und eine Massage erhalten. Und dann kann sich bitte jemand mal um die Wäsche kümmern. Wieso kann ich das nicht machen? Keine Waschmaschine verfügbar. Doch, es ist eine Waschmaschine verfügbar. Egal, durchwühle die Taschen. Geht das hier? Warum ist keine Waschmaschine verfügbar? Da ist keine Tür drin. Wo ist die Tür hin? Funktioniert das jetzt? Jetzt geht es. Weird. Okay. In Waschmaschine stecken, in Waschmaschine stecken und in Waschmaschine stecken. Hallo Gracie Macy, herzlich willkommen. So. Und dann ist sie nämlich, ich habe die Zeit angehalten, ist sie nämlich wach genug, damit sie Frühstückseierlei machen kann. Zu Ehren ihrer beiden ältesten Töchter, die heute Geburtstag haben. Die lassen wir aber erst nach der Schule altern. Aber dann kann sie jetzt erstmal Essen machen. Hallo Mark Forster, herzlich willkommen und danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Tag. So. Was ist das für ein widerlicher Geruch? Ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht, ach so, das Essen höchstwahrscheinlich. Ja, und dann kann die ganze Familie bitte frühstücken. Ja, Don ist auch schon wach genug. So, die Kinder müssen in einer Stunde in der Schule sein. Es ist einfach ihr letzter Schultag. Und dann sind 4 von 7 Kindern ausgezogen. Don fühlt sich miserabel, nachvollziehbar. Dann geh bitte auf Toilette. Warum? Kann sie bitte mal essen? Maisie Grove, crave Setzt euch einfach. Maisie Grove, Ja, dein Gefühl erhalten. Alice und Daisy, Moment, da. Alice und Elsa, meinte ich. Zusammen wachsen durch gute Zeiten. Ach, schön. Schön, schön. Ich sehe schon, er macht sich in die Hose. Ich sehe schon, komm. Einfach alle Mädels sitzen hier am Tisch. Wieso ist die Nebenwirkung Übelkeit? Ach so. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Sie verhüten jetzt quasi doppelt. Betty ist einfach so süß. Überspielen in Pfützen belehren. Hallo Lucy, herzlich willkommen. Dann Wäsche waschen und dann aufräumen. Elsa ist zur Schule, Daisy ist zur Schule. Sisi ist so ein ruhiges Baby einfach. Ich verstehe es nicht. Die meldet sich ja gar nicht. Mann, warum muss ich immer die Klappe aufreißen? Warum kann ich es nicht einfach mal genießen? Furchtbar. Dann kümmere dich um dein Kind. Alice ist zur Schule. Okay, dann kann Don jetzt aber mal bitte die Toilette säubern. Oh wow, Barista Bob 00 möchte den Artikel auf Plopsi erwerben. Okay, wie viel kriegen wir dafür? Brauchen Geld. 107 Simoleons. Das ist okay. Das ist durchaus in Ordnung. So. Die letzte Mathearbeit von Flynn war nicht gerade überragend. Er hat eine mittelprächtige Note bekommen, die seinen Durchschnitt verderben könnte. Soll er um eine Zusatzprüfung bitten oder einfach hart arbeiten, um beim nächsten Mal eine gute Note zu bekommen? Er soll hart arbeiten. Übertrinken aus Pfützen belehren und über Bällen belehren. Akzeptiere die Punktzahl. Dann noch die schmutzige Windel. Warum hat sie sich jetzt ihre Kliniksachen angezogen? Das ist ein bisschen seltsam, aber okay. So, da haben wir zumindest 107 Simoleons dazu bekommen. Ja, der Hund weiß natürlich nicht, was gemeint ist, ne? Ah, das hat er gelernt. Okay. Windeln wechseln? Achso, haben wir gerade schon gemacht, ne? Okay, wie sieht's mit der Wäsche aus? Wäsche bringen zur Wäscheleine. Man kann sich hier aufräumen. Oh, der Hund schläft einfach direkt vor dem Kühlschrank. Unglaublich. Unglaublich einfach, dieser Hund. So. Haben wir hier noch irgendwas? Weiterentwickeln. Weiterentwickeln, weiterentwickeln. Habe ich gerade die Wäsche auf die Wäscheleine gehangen, während es regnet? Habe ich das gerade wirklich getan? Hallo Moonlight, herzlich willkommen.
Na klar kannst du ja zuschauen. Vielen Dank, Ratti. Die Ärzte des Krankenhauses Heiliger Stroh sagt, möchten Ratti ihren Dank aussprechen. Dieses Jahr wird. Wir haben eine Ratte, die dem Krankenhaus geholfen hat. Nimm da noch ein Gemälde. Hör auf zu lesen. Du hast genug Zeit zu lesen, wenn du alt bist. Kannst du dir bitte, bitte etwas anziehen? Also etwas Ordentliches? Und dann ein Figurengemälde malen. Ach stimmt, ich muss meine Wäsche noch aufhängen. Ich bin so froh, dass ich nicht die Einzige bin, die irgendwann abends da sitzt und sich denkt, verdammt, die Wäsche. So, was macht Don eigentlich? Okay, er spielt Ball. Don, wie wäre es, wenn du noch mal ein bisschen an deiner Charisma-Fähigkeit arbeitest? Nachdem sie das Bild fertig gemacht hat. Lea ist lost. Herzlich willkommen, Hallöchen. Ja, dann kann sie das verkaufen und dann kann sie backen. Die unendliche Geschichte, wenn man erwachsen ist, ist die Wäsche. Das ist halt echt so. Falls ihr herausfindet, wie man der Wäsche entgehen kann, sagt mir Bescheid. Wir machen einfach eine weiße Torte. Ja, morgens angemacht. Jetzt, wo du die da aufgehangen hast, fällt mir ein, dass meine noch in der Wäsche ist. Das geht mir aber auch manchmal so. Es ist furchtbar. Aber hey, sie läuft nicht weg. Da ist noch Essen drin. Ich lebe allein und frage mich immer, wie ich so viel Wäsche zusammenbekomme in der Woche. Das ist halt echt so. Ich habe auch das Gefühl, ich habe so viel Wäsche, obwohl ich gefühlt immer nur dieselben drei Sachen anziehe. So, ich meine, hey, ich habe heute mal was Pinkes an. Das habt ihr aber höchstwahrscheinlich das letzte Mal vor 3 Monaten im Stream gesehen, weil ich das einfach von weiter unten rausgekramt habe. Aber ansonsten sieht man einfach nur die drei selben Sachen, weil ich halt einfach immer nur die drei selben Sachen anziehe. Wo produziere ich denn da bitte so viel Wäsche? So, der Napf kann noch gefüllt werden. Und dann kann sie die Geburtstagskerzen hinzufügen. Denn wenn die Mädels von der Schule kommen, werden wir Geburtstag feiern. Und ich glaube, diesmal werde ich das auch wirklich als Geburtstagsfeier deklarieren, weil die beiden Brüder ja schon ausgezogen sind und ich gerne hätte, dass die beiden dabei sind. Ja, na, ich fühle dich. Ich habe auch immer das gleiche an und trotzdem unendlich viel Wäsche. Ich muss halt wirklich, also jetzt for real, immer mal so zwischendurch, wenn ich mir morgens meine Sachen raussuche, weiter nach unten kramen und dann da was rausnehmen, weil ich kann doch nicht immer dieselben drei Sachen anziehen, obwohl ich so viel habe. Und ich habe lustigerweise im Sommer meinen Schrank aussortiert und ich habe zwei komplette, diese großen blauen Müllsäcke voll mit Klamotten aussortiert. Und mein Schrank ist immer noch voll. Und ich trage immer noch dieselben drei Sachen. Und ich habe jetzt echt vorgenommen, wenn ich mir was Neues holen möchte, dann gebe ich einen Teil weg. Also wenn ich mir jetzt einen neuen Pullover hole, dann gebe ich einen Pullover weg. So will ich das jetzt in Zukunft machen. Mache ich sowieso nicht, weil ich kenne mich, ich nehme mir Sachen vor und mache sie dann nicht. Aber ich kann es versuchen. Okay, eine Geburtstagsparty. Und die Geburtstagssims sind noch nicht zu Hause. Okay, dann warten wir, bis die beiden zu Hause sind. So, jetzt sind die beiden zu Hause. Let's go. Okay, Ereignis. Wo ist es denn da? Geburtstagsparty. Geburtstagssim sind Elsa und Alice. Gäste sind Don, Stella, Flynn, Daisy, Liam und Louis. Mehr Leute kennen sie nicht. Caterer brauchen wir nicht, Mixer brauchen wir nicht, Entertainer brauchen wir nicht. Apropos Entertainer, wir können das Mikro kaufen. Ich glaube, dann kann Stella auch ein bisschen mehr singen lernen, oder? Bin mir nicht sicher. Die Lothario-Residenz. Start ist jetzt. Gut, machen wir 16 Uhr, dann können sie noch. Nee, wir machen jetzt. Die Wittchen-Residenz. Ach so, das ist von den Jungs. Das ist gefühlt immer so, man zieht doch immer das Gleiche an, ja.
Ich habe 6 Säcke aussortiert zum neuen Jahr. Schrank habe ich auch voll, aber nichts zum Anziehen. Das habe ich mir auch schon oft vorgenommen, aber dann halte ich nie durch mit dem einen Teil weggeben. Dann man merkt immer, das ziehe ich nochmal an. Oh, ja. Vor allem denke ich mir so, ich würde am liebsten so einen Kleiderschrank haben, wo alles zueinander passt. Also, ich weiß beispielsweise nicht, ob ich mir heute noch so ein pinkes Oberteil kaufen würde, wie ich jetzt anhabe. Aber mir neue Sachen zu kaufen, die dazu passen, bin ich zu geizig. So, also, jetzt beginnt die Geburtstagsfeier. Wieso zieht sie immer ihre Krankenhausklamotten an? Stella. Komme ich jetzt auf Daisy? Zieh dir bitte was Ordentliches an. Komm, wir backen eine zweite Torte. Wir backen noch einen Schokokuchen. Einfach weil. Sir Flynn ist Gast, nimmt sich erstmal einen Keks. Oder was ist das? Frühstückseierlei. Hallo Laxane, herzlich willkommen. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Kannst du bitte einen Kuchen backen? Eine Schokotorte, wenn es möglich ist. Ah, sie ziehen ihre. Ist das Abendkleidung? Ausgehkleidung? Welche Kleidung ist das denn? Partykleidung, oder? Und ich habe im Lockdown About You zu meiner neuen besten Freundin gemacht. Ja, stimmt. Eigentlich könnte man sagen, jetzt wo man nicht rausgehen kann, kann man ja eigentlich weniger Geld ausgeben, aber ja, das gute Online-Shopping. Wer hat denn Geburtstag? Alice und Elsa haben Geburtstag. Und sie werden erwachsen. Aber es hat aufgehört zu regnen. Vielleicht haben wir Glück und die Wäsche war trotzdem noch. Sie ist sauber, aber klatschnass. Wir warten einfach ab. So. Komm schon, lass den Kuchen gut werden. Oh, der Kuchen ist gut geworden. Geburtstagskerzen hinzufügen. Okay, dann packen wir den da drüben hin. Und dann kriegt Alice den Schokokuchen. Erstmal abfeiern. Komm schon. Okay, Sissy weint gerade. Nicht die. Nicht Jade. Schlechte Erinnerungen. Bitte gib ihr einfach was zu futtern. Kümmer dich um dein Kind. Ich habe zu Hause noch einiges zu tun. Bis später. Ja, verschwinde einfach von unserem Grundstück. Ich möchte dich nie wieder hier sehen. Ich hasse diese Frau. So, Luisa Mertens. Ja. Ich weiß genau, was sie damit sagen möchte. Sie trifft damit genau den Punkt. Nein. Kannst du dann vielleicht bitte abfeiern gehen? Ich merke das mit der Tapete eigentlich doch ganz gern. Aber es passt irgendwie nicht da rein, oder? Ich weiß es nicht, ich bin mir noch unsicher. Was war denn mit ihr? Das habe ich nicht mitbekommen. Was hat sie getan? Also, Leute. Damals, als wir mit der Legacy angefangen haben, habe ich einen Townie gesucht, der keine Kinder hat und der einigermaßen schön aussah. Und das war Don. Wir haben Don aber nicht sofort bei uns einziehen lassen, sondern waren erst so auf ein, zwei Dates mit ihm und dann sind sie erst zusammengekommen und dann ist er bei uns eingezogen. Dann ist, ich weiß jetzt nicht, ob Stella da schon das erste Mal schwanger war oder nicht, aber jedenfalls kam dann die gute Jade vorbei mit einem Geschenk, wie sie selbst sagte. Und naja, ich würde mal sagen, das Geschenk hat sie im Bauch getragen. Wir haben dann nachgeguckt und Don war tatsächlich der Vater von ihrem Kind. Und nachdem ich dann einen kleinen Nervenzusammenbruch hatte, weil ich halt wirklich der Meinung war, ich hätte einen Townie gefunden, der keine Kinder hat, haben wir dann einfach den Vater ihres Kindes geändert und das wurde dann zu Johnny Schwarz. Also, das ist die Geschichte mit Jade. Und dann ist sie immer wieder bei uns vorbeigekommen. Wir haben dann diese romantische Beziehung beendet, aber sie ist immer wieder vorbeigekommen, bis wir dann irgendwann gesagt haben, die beiden streiten sich jetzt einfach so heftig, dass sie einfach nicht mehr vorbeikommt. Es hat geklappt. Bis heute. Und ich weiß nicht, warum sie jetzt vorbeigekommen ist, aber Jade. Einfach Jade. Okay, du kannst dir etwas wünschen. Oh mein Gott, sie wird einfach zu Erwachsenen. Oh Mann, die Kleinen werden so groß.
Was für ein Beziehungsdrama, ja. Hallo Räubertochter, herzlich willkommen. Kannst du mir das Haus zeigen? Das machen wir gleich, weil wir werden... Oh, Moment. Wir werden ja noch ein bisschen umbauen müssen. Junge Erwachsene sein, lebenslange Verantwortung, sich steigernde Karrieren und weite Horizonte warten. Wer behauptet denn, die 20er seien kein Spaß? Die 20er sind anstrengend. Vor allem während einer Pandemie. Danke fürs Erklären, dann soll sie echt wegbleiben. Ja. Okay, wir haben ja das negative Merkmal schon. Das heißt, ich werde jetzt dreimal das Merkmal zufällig wählen und dann ist es das. 1, 2, 3. Okay, sie ist selbstsicher. Das ist schön. Das ist sehr schön. Und dann... Klausur probieren. Sie fühlt sich miserabel. Aber sie hat jetzt einfach Geburtstag und hat ihre eigene Torte. Und dann ist auch unsere gute Elsa erwachsen. Wollen wir eigentlich gucken, ob wir die beiden vielleicht aufs College schicken können? Also an die Uni? Die 20er und Spaß. Ich glaube, man muss EA verklagen für die Aussage. Ja. Die 30er auch. Da freue ich mich ja schon drauf, Leiluna. So, 1, 2, 3. Sie ist Öko-Fanatikerin. Okay. Das ist in Ordnung. Okay, Leute. Wir machen das noch nicht, dass wir die beiden jetzt einfach so rausschmeißen, weil... Oh, wir werden uns für Stipendien bewerben. Wir werden einfach mal gucken, ob wir die beiden an die Uni kriegen. Und dann lasse ich die beiden einfach zusammen an die Uni gehen. Uiuiui. Kriegen wir das hin? Ja, bist du. Du bist alt. Ich hätte das theoretisch machen können, als sie noch Teenager waren. So, bitte bewirb dich einfach für alle Stipendien, zukünftiger Star. Der Geburtstag von Stella naht. Helfende Hand. Bewohnerin von Windenburg. Und an Universitäten bewerben. Und ihre Schwester macht jetzt einfach exakt dasselbe. Und dann lassen wir die beiden einfach noch ein paar Tage im Haushalt, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie lange das dauert. Ab da geht's steil bergab. Oh nein. Ich hatte Hoffnungen. Ich hatte Hoffnungen, Leiluna. So, irgendjemand muss sich dann auch mal bitte... Wieso ist sie wütend? Verdrießliches Gespräch. Hat sie mit dem Baby geredet? Was hat Cici gesagt? Geh bitte einfach auf Toilette und geh mal duschen. Oh, sie hat sogar noch das Sportstipendium. Okay, dann bewirb dich mal für alles. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht alles auf einmal machen kann. Essen und Trinken. Zukünftiger Star. Helfende Hand. Und Bewohnerin von Windenburg. Und dann kann sie sich auch bewerben. Und dann lassen wir aber die beiden schon eine Karriere einschlagen. Und zwar gibt es ja diese kleinen Nebenjobs. Und ich glaube, die können auch die Erwachsenen machen. Ja, hier unten. Dass sie halt nebenbei schon so ein bisschen arbeiten, um sich ein bisschen was dazu zu verdienen. Alice könnte ich mir... ja, es ist halt ein bisschen schwierig. Sie hat ja das Sportstipendium. Sie könnte als Rettungsschwimmerin nebenbei arbeiten, und zwar von 8 bis 12. Und Elsa könnte ich mir tatsächlich vorstellen als Barista. Hast du denn schon die Uni-Zulassungen? Das dauert ja sonst noch ein Weilchen. Nee, leider nicht. Ich habe das vollkommen vergessen. Das mit der Uni ist mir jetzt erst eingefallen. Ja, sie ist einfach Barista. Die Güte. Oder Fastfood? Nee, sie ist Barista. Deswegen kriegen sie jetzt so einen kleinen Nebenjob. Den können sie dann auch weitermachen, wenn sie am College sind, wenn sie das möchten. Und ansonsten bringen sie halt in der Zeit noch ein bisschen Geld bei uns mit rein. Also... Ja. So, sie muss dann auch noch auf Toilette. Und dann kann sie zum Essen rufen und dann kann die ganze Familie einfach mal Kuchen essen. So, wann hatte Stella Geburtstag? Am Sonntag. Okay. Okay, das ist in Ordnung. Oh.
Hallo Lucy, herzlich willkommen. Warum? Dann solltest du das beides gleich beantragen, sonst muss man hinterher nochmal 2 Tage warten. Ich glaube, das habe ich gemacht, oder? Ja, ich habe mich schon bewerbt. Ich habe mich schon beworben. Also mal gucken, was es bei den beiden wird, weil das wäre natürlich super cool, wenn sie halt einfach wirklich zusammen auf die Uni gehen könnten. Das würde mich richtig freuen. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, aber wir kriegen das schon hin. Jetzt isst erstmal die gesamte Familie Kuchen und morgen fängt die Arbeit an. Ja, außer bei Elsa, die hat doch das ganze Wochenende frei. Okay, dann haben wir aber zumindest immer jemanden zu Hause. Was ist denn da los? Nagende Verbitterung, wegen Verbitterung gegenüber jemandem in der Nähe. Flynn erträgt es einfach nicht, in der Nähe eines Sims zu sein, gegen den er einen Groll hegt. Oh, gegen wen? Es ist doch nur die Familie da. Oh, er hat einen Groll mit Liam und ist verletzt. Oh, ich weiß nicht, was da passiert ist. Es tut mir irgendwie voll leid, obwohl ich nicht weiß, was da los ist. Ich bin übrigens Unicorn Smiley. Ah. Wie viele Kinder soll Sisi haben? Das lasse ich euch später entscheiden. Hast du schon überlegt, was sie studieren sollen? Also ich dachte eigentlich bei Alice, dass sie... Was hat sie denn für Fähigkeiten? Wir haben sie ja sehr viel Musik machen lassen, deswegen sie hat Klavier Level 6. Ich hätte sie irgendwas mit Musik studieren lassen wollen. Fitness ginge aber auch, weil da hat sie Level 4. Also entweder Musik oder Fitness. Und bei Elsa, ja, da ist es ein bisschen schwierig, weil sie hat einfach Wellness auf 8, aber der ganze Rest ist halt nicht so ausgeprägt. Deswegen hätte ich bei ihr so ein bisschen was ihre Fähigkeiten betrifft. Also das Snobbige, sie vielleicht irgendwie so in diese Richtung mit... Ich weiß gar nicht, ob es was in der Richtung gibt. Gibt es was in der Richtung? Aber bei der gütsten Alice ist es halt entweder Sport oder Musik. Hallo Simfinity-Fan, herzlich willkommen. So, er kann dann auch mal was essen. Kann dann auf Toilette gehen danach. Und dann schlafen. Er muss auch auf Toilette. Haben wir... Bitten, das Geschäft zu erledigen, bitte. So, und sie macht noch ein bisschen Yoga. Ich denke, sie möchte dann auch nochmal unter die Dusche und sie kann dann auch schon schlafen gehen. Die beiden, also die eine Torte, die noch übrig ist, die werde ich noch in den Kühlschrank packen, damit sie da noch ein paar Tage von essen können. Und der Rest, den Rest räumen wir dann ab. Schauspiel wäre vielleicht auch eine Option und da braucht man für manche Jobs auch Fitness oder andere Fähigkeiten. Schauspiel könnte ich mir bei ihr auch vorstellen, dass sie so dieses glamouröse Leben anstrebt und dann in die Schauspielrichtung geht. Also ja. Ja, könnte ich mir vorstellen. Können wir im Hinterkopf behalten. Kannst du mir die Familie zeigen? Ja, die schlafen jetzt alle. Aber diese schlafende Schönheit ist Stella, die Mutter. Die andere schlafende Schönheit ist Daisy, die zweitjüngste Tochter. Wo ist er? Das hier ist Flynn. Er ist der Zwillingsbruder von Daisy. Das, oh, sie stinkt. Das ist Elsa. Sie ist gerade erwachsen geworden und sehr sportbegeistert. Und das ist Elsas Zwillingsschwester Alice. Das habe ich überlegt. Und der Typ hier, das ist Don. Das ist der Vater von allen. Spielst du morgen mit Nina Green Hell? Ja. Morgen 17:30 Green Hell mit Nina, Becky und Sandra. Da könntest du jetzt auch schon jobben, beziehungsweise im Studium am Wochenende Jobs annehmen. Ja. Deswegen habe ich den beiden ja so eine kleinen Nebenjobs gegeben, die halt morgens oder am Abend sind. Ich glaube morgens, oder? Von 5 bis 7 und von 8 bis 12 und dann haben sie ja meistens, glaube ich, keine Vorlesungen. Von daher können sie die dann halt später weitermachen.
Und sie bringen jetzt noch ein bisschen Geld in die Kasse. Beziehungsweise wir müssen ja auch bedenken, dass wir das Studium finanzieren müssen im Zweifelsfall. Du müsstest Trophäen bekommen, wenn du lange genug zuschaust. Warum geht er nicht schlafen? Und er muss sich dann mal auch um seine Ratte kümmern. Hallo Vane, herzlich willkommen. Und natürlich weint jetzt Sisi. So. Hallo Lenny, herzlich willkommen. Also ich weiß nicht, warum du da nur 490 Trophäen hast, aber theoretisch müsstest du, wenn du zuschaust, Trophäen kriegen. Ich weiß nicht, in welchen Abständen die gut geschrieben werden, aber das müsste eigentlich universelle Sprache. Okay. Nach der Stadt war grauenhaft. Mann, wir vergessen die ganzen. Verdammt. Hi, was habe ich verpasst? Hallo Vaneske, herzlich willkommen. Wir haben Cici bekommen, wir haben einen Hund adoptiert und die Zwillingsmädels sind erwachsen geworden und haben ihre Bewerbung fürs Studium rausgeschickt. Hallo Anna, selbstverständlich habe ich ausgerechnet die Geburt verpasst. Läuft bei mir. Hallo Lea, herzlich willkommen und du hast auch verpasst, wie wir uns einen Hund geholt haben und wie wir die Zwillingsmädchen älter geworden lassen haben. Eltern werden älter. Ich kann kein Deutsch mehr. Und ich habe hier noch die Wände verändert, aber ich bin nicht so hundertprozentig zufrieden damit. Das überlegen wir uns noch. Ich wollte eigentlich eine Akzentwand machen, aber mir sah alles doof aus. Deswegen, ich bin Schauspielerin für Elsa gut. Ja, dann versuchen wir, dass sie Schauspieler werden kann. Und ich meine, sie hat ja jetzt eigentlich frei. Das heißt, wir können sie ein bisschen vor den Spiegel stellen und dann übt sie halt einfach ein bisschen Schauspielern, wenn sie denn wach wird. So, sie geht erstmal auf Toilette, dann kann sie noch eine erfrischende Dusche nehmen und dann Reste nehmen. Ich verstehe nicht, warum die Watchtime nicht funktioniert. Ich habe das vorhin ausprobiert. Ich habe das nochmal deaktiviert, aktiviert. Das ist nämlich ein voreingestellter Befehl und habe das dann halt ausgetestet, habe selber Watchtime eingegeben und da wurde mir eine Zahl angezeigt. Also eine Zeit wurde mir angezeigt. Und ich verstehe nicht, warum das nicht funktioniert. Was ist Betty für eine Rasse? Dobermann-Pinscher? Ich glaube, sie ist ein Dobermann. Wie lange streamst du noch? Ich denke mal noch ein Stündchen. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Moment, ich probiere das jetzt selber mal aus. Bei mir funktioniert das. Ich verstehe es nicht. Seltsam, seltsam, seltsam. So, sie kann dann mal in der Dusche singen. Kann sie das säubern? Und kann auch mal auf Toilette gehen. Hast du ein Lieblingsbuch von Sims? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich mag tatsächlich den Schauspielerberuf sehr gerne. Boah, ich finde Kleinkinder so viel angenehmer als Babys. Ja, mit denen kann man wenigstens noch was machen. Wobei man halt auch echt sagen muss, dass Cici eigentlich ein sehr, sehr ruhiges Baby ist. Aber ich finde das mit dem Strampler so süß, mit dem Eis drauf, das ist so niedlich. Meine Kopfhörer sind von Razer und ich habe sie auf Amazon gekauft. Okay, ich wollte gerade sagen, warum ist das so rot? Sisi hat großen Hunger. Hat sie nicht gerade was zu futtern gekriegt? So, sie muss dann auch mal ins Badezimmer.
Oh, ist sie auf die Nase gefallen. Oh nein. Oh, Bibi. Okay, ihr könnt alle mal Reste essen. Es ist Wochenende. Ich finde, diese Szenen spielen auch voll toll, wenn man den Sims zur Arbeit geht. Ja. Und ich finde halt auch, dass das so ein Beruf ist, wenn du die Sims alleine hinschickst, dann machen die auch was. Also die werden auch befördert und alles. Also ich bin sehr begeistert von dem Beruf. Hab heute auch mal wieder kurz Sims gespielt. Du hast es hingekriegt, kurz Sims zu spielen? Wie? Weil wenn ich einmal anfange, dann spiele ich stundenlang. Polizist finde ich auch cool, aber auch ziemlich anstrengend. Ich gestehe, ich habe tatsächlich einmal diese Polizeikarriere spielen wollen, aber ich bin nicht vorangekommen. Selbiges geht mit Arzt. Ich weiß nicht, was ich falsch mache, aber... Die sind irgendwie nichts für mich. So. Wäsche wird einfach nicht trocken. So, dann kann sie das mal wegwerfen. Mhm. Beste Karriereärztin. Also an sich finde ich die Karriere halt wirklich ganz cool. Aber ich komme einfach nicht voran und ich weiß nicht, was ich falsch mache. Weil teilweise ist es so, dass... Also, ich komme einfach nicht damit klar, wie man Sachen diagnostiziert. Ich mache immer das Falsche. Hatte Unterricht bis 17.15 Uhr, dann habe ich etwas Sims gespielt, dann habe ich auf mein Patenkind aufgepasst. Okay, wenn du dann noch was zu tun hattest, dann ist natürlich logisch, dass du das hinkriegst, zumindest irgendwie. Aber ich krieg kurz Sims spielen einfach nicht hin. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber ich schaffe das einfach nicht. So. Kannst mal um ein Lied bitten. Und dann kannst du deinen Hundi umarmen. Und dann kannst du deinen Hundi mal baden. Madeleine, herzlich willkommen. Danke fürs Folgen. So, der muss auf Toilette. Das ist unangenehm auf Toilette. Bei den Berufen von an die Arbeit, das ist recht wichtig, auch in der passenden Stimmung zu sein, geht es besser. Also bei dem Arzt zum Beispiel konzentriert, dann sind auch die Diagnosen besser. Wirklich? Ich habe das einmal probiert. Also vor kurzem einmal probiert. Und ich habe alles gemacht, was ich machen konnte. So die ganzen Werte messen, diese ganzen Körpertests und sowas. Und dann hatte ich am Ende trotzdem noch drei Sachen, die möglich wären. Und dann musste ich eine aussuchen. Natürlich habe ich das Falsche gewählt. Und natürlich ist dann meine Jobleistung gesunken. Und ich fand das so doof, weil ich mir dachte, ich kann nicht mehr machen. Was soll ich denn noch machen? Der Hund? Der Hund ist so ein kleines Flauschebündel. Dein kleines, süßes Wuffilein. Ich finde den ultra süß. Ich bin schon so gespannt, wie sie aussieht, wenn sie erwachsen ist. Hallo, so herzlich willkommen. Ich bin krank, ich muss heute Mathe machen und habe es mit Spaß gemacht. Gott. Oh Gott, Mathe mit Spaß. Ich freue mich schon auf morgen, liebe, dass wenn ihr Green Hell zusammenspielt. Das macht mega Spaß zuzuschauen. Das letzte Mal mit dem Krokodil, das war so lustig. Oh ja, ich habe mir das im Nachhinein nochmal angeguckt. Und das Krokodil einfach. Einfach dieses Krokodil. Don, kannst du bitte nicht in unserem Wohnzimmer beispielen? Wir können nichts auswählen. Nee, kurz zum Spielen geht gar nicht. Zack, 6 Stunden rum. Ja, exakt das. Wenn man zum Beispiel angespannt ist, dann gehen die Tests schief und die Jobleistung sinkt dann immer weiter. Ah. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass meine Sims einfach nicht weiterkommen. Manche Karrieren sind aber auch wirklich sehr anspruchsvoll und man muss so viele Fähigkeiten leveln etc. Ja. Also ich habe ja den MC Command Center installiert und ich sag so, wie es ist. Ich habe da eingestellt, dass sie die Fähigkeiten schneller lernen, weil sonst kommen sie nirgends voran. Verpack ist nett. So, er muss in 5 Stunden zur Arbeit, okay. Wie hoch ist die Chance, dass... Ach, mach da einfach mal eine Eisenleine draus.
Und du kannst stricken. Und zwar, wir versuchen das nochmal mit den roten Herrenpullovern. Okay, das funktioniert nicht. Dann mach das wieder auf. Aber ich finde es so cool, dass in Sims 4 die Sims auch an so einer schmalen Stelle vorbeilaufen können. Wo geht das im Command Center mit den Fähigkeiten? Oh, Moment, Moment, Moment. Es müsste. Ich glaube, bei den MCCC-Einstellungen, Spieleinstellungen und dann Schwierigkeitsanpassung, Fähigkeit. Und da habe ich 5 eingestellt, es geht 10, aber so lernen sie die Fähigkeiten, ich glaube, 5% schneller. Also am Computer, dann das obere, die MCCC-Einstellungen, Spieleinstellungen und Schwierigkeitsanpassung. Man kann das auch noch einstellen, dass sie schneller im Job befördert werden. Ich glaube, da hatte ich auch was eingestellt, aber da bin ich mir gerade nicht sicher, wo das ist. Ach doch, hier. Das ist bei MC Careers und dann einstellen der Aufstiegswahrscheinlichkeit. Das habe ich auch auf 5 gestellt, damit sie ein bisschen schneller alles machen. Ich spiele momentan auch die Disney Legacy und meine Snow White ist heute gestorben. Ich habe irgendwie eine ziemlich krasse Bindung zu meinen Sims und hatte Pipi in den Augen. Oh. Also, sie wird ja auch irgendwann sterben müssen, damit Cici heiraten kann und ich glaube, das wird auch traurig. Was magst du mehr, Sims 4 oder, Sims 4 oder Green Hell? Ist jetzt zwar nicht zu vergleichen, aber würde es gerne mal wissen. Also, in Green Hell habe ich, glaube, 10 oder 11 Spielstunden und bei Sims 4 allein in den letzten 2 Jahren über 1000. Also, ich glaube, mir macht Sims 4 auf Dauer ein bisschen mehr Spaß, weil Green Hell ist natürlich eine ganz andere Nummer, weil es auch ein ganz anderes Spiel ist. Und im Multiplayer macht es halt auch mega Spaß. Ich glaube, alleine würde mir Green Hell nicht so viel Spaß machen. Aber ja. Könnten da Bewerbungsstatus überprüfen, das könnten wir mal machen, aber ich glaube tatsächlich, dass wir da noch keine Infos kriegen. Wir haben das gestern abgeschickt, oder? Ich glaube, dann werden wir frühestens, ja, der Antrag wird noch bearbeitet. Schade, Schokolade. Aber sie kann ja jetzt schon mal ein bisschen Schauspielern üben. So, er kann dann mal hier ein bisschen aufräumen. So, dann hat mein PC wieder angeschmissen, spiele auch noch eine Runde. Insgesamt habe ich schon 3600 Stunden Sims gespielt und ich spiele erst seit 2,5 Jahren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, bei mir hat das ja von 2014 bis 2018 nicht gezählt. Ich weiß nicht warum. Es hat einfach aufgehört. Das war anscheinend ein bekanntes Problem bei Origin. Aber es gab keine Lösung dafür und auf mysteriöse Art und Weise hat es dann im Sommer 2018 wieder angefangen zu zählen und seitdem habe ich einfach über 1000 Spielstunden. Okay, Louis ruft an, dann geh mal ins Telefon. Sprich ein bisschen mit deinem Sohn. Haben wir eigentlich einen Regenschirm für alle? Warum ist sie jetzt traurig fühlen wegen Babyblues? Stella fühlt sich sehr traurig, vielleicht liegt es am Babyblues. Sie sollte mit jemandem darüber reden. Du hast einen Mann, rede mit ihm. Okay, sie ist inspiriert. Können wir trotzdem darüber reden? Wir klagen mal über das Gefühl der Erschöpfung. Also bei Sims ist es halt echt krass, wie schnell man da Spielstunden sammeln kann. Okay, wir haben uns anscheinend beschwert. Oder was auch immer. Warum hat sie ihre Badesachen an? Okay. Okay. Hallo Ella, herzlich willkommen. Ich schau mal kurz vorbei, muss leider gleich irgendwann wieder los. Aber danke fürs Reinschauen. So. Er kann hier oben
mal seine Ratte beobachten, mit ihr spielen, Leckerlis füttern und ein Geheimnis erzählen. Wir haben gar keinen Hobbygegenstand für ihn, ist mir gerade aufgefallen. Tja. Weil sie kann dann mal ein bisschen Gitarre üben. Sie übt Schauspielern. Und sie kann jetzt da ein bisschen üben. Ich glaube, ich habe im letzten Jahr 800 bis 900 Stunden gespielt. Ja, aber Pandemie und so, ne? Da hat man viel Zeit gehabt. Ich habe mir nur an einem Tag 7 Stunden gespielt, war danach so müde, aber die Zeit war so schnell rum. Oh, ich kenne das. Ich kenne das, wenn ich wirklich den ganzen Tag nichts zu tun habe. Ich habe es mir ja auch schon mal vor, dass ich irgendwie von morgens bis abends Sims gespielt habe, nur mit Pausen zum Essen und auf Toilette gehen und sowas, aber ich hab das Spiel auch schon so gesuchtet. Heute geht hier alles zu Bruch. Erst zerdeppert mein Katzenmädchen hier eine Christbaumkugel und ein Glas und jetzt habe ich ein Messer zerbrochen. Ein Messer zerbrochen? Ich wusste auch nicht, dass es geht. Krass. Wie hast du das hingekriegt? Ich sollte nichts Wichtiges mehr anfassen heute, ja? Lenya, danke fürs Dabeisein. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Ich bin 25. So, und dann kann sie hier nochmal stricken. Nee, du strickst jetzt bitte ein paar Klamotten. Und zwar Pullover. Bitte den roten Herrenpullover. Dankeschön. Ich habe Sims 4 seit letztem Jahr Ostern und habe schon 545 Spielstunden. Wow. Wow. Mann, meine Wäsche wird auch einfach nicht trocken. Ich krieg die Krise. Kann er das verbessern? Nee, natürlich nicht. Aber sie strickt jetzt gerade einmal so schön. Macht sie wunderbar. Oh, sie freundet sich voll mit unserer kleinen Betty an. Ah, streiche sie bitte. Und dann kannst du sie bitte wieder hochheben und ins Erdgeschoss bringen. Darf ich sagen, dass du viel jünger aussiehst? Ja. Das höre ich öfter. Ist mir runtergefallen und in zwei Stücke zerbrochen. Respekt. Dein Boden hat echt eine Menge Kraft. Ja gut, er hat gerade nichts zu tun. Er kann dann nochmal Leckerlis füttern und dann nochmal mit seiner Ratte spielen. Ich habe keine Ahnung, was wir mit seinen Fähigkeiten anfangen sollen. Vielleicht... Ich weiß nicht. Wir lassen aber erstmal kurz die gute Stella sich um Sisi kümmern. Und dann kann sie hier draußen das Bild einmal verkaufen und kann hier drin das Bild verkaufen. Und dann kann sie weiter stricken. Könnten ihn, aber was hat er denn für Merkmale? Selbstsüchtig und Katzenfreund. Ja gut, dass wir einen Hund haben, wenn er ein Katzenfreund ist. Aber kann man programmieren üben. Ja, kauf den Ratgeber. Okay, das war anscheinend nicht so gut. Hat sie... Okay, sie hat Betty wieder mit runtergenommen. Oh, ist das niedlich. Betty ist einfach so süß. Seit wann hast du denn einen Hund? Ist das noch ein Welpe? Ja, das ist noch ein Welpe. Wir haben sie zum Tag der Geburt von Sisi geholt. Die ganzen Namen, Leute, die ganzen Namen, ich komme durcheinander. Hallo Lilly, herzlich willkommen.
Sag jetzt bitte, sie kann weiter stricken. Sag bitte, sie... Warum geht das nicht? Milene, herzlich willkommen. Warum funktioniert das nicht? Man, wir haben dafür Geld ausgegeben. Okay. Okay, dann strick einfach keinen roten Herrenpullover, sondern mach den hellbraunen Herrenpullover. Strick einfach irgendwas. Weil Sisi, denke ich, immer ein Custom Content. Boah, ich bin heute voll müde. Warum bin ich so müde? So, sie denkt dann über ihr Familienmitglied nach und dann kann sie mal auf Toilette gehen. War sie heute nicht bei der Arbeit? Doch, sie war bei der Arbeit. Und dann kann sie weiter üben. Guckst du die Videos von Nina? Natürlich. Natürlich. So, er macht da sein Zeug. Sie lernt da. Welche Fähigkeitsstufe hat sie schon? Level 2. Okay, das ist in Ordnung. Sie hat da, glaube ich, schon Level 10, oder? Ja, stricken Level 10. So, willst du rüberkommen und mir etwas Leckeres kochen? Liam ruft an, um zu fragen, ob wir rüberkommen und ihm was kochen können. Ich würde eigentlich sagen, okay, das Problem ist allerdings, dass Sisi halt noch ein Baby ist und wir können sie nicht mitnehmen. Und sie hat eigentlich heute Geburtstag, aber es dauert ja bei kleinen Kindern immer noch ein bisschen. Okay, die Winde müssen wir wechseln. Wolf, danke fürs Folgen und herzlich willkommen. So. Ich finde das mit dem Eis einfach immer noch so unfassbar niedlich. Flynn hat die Schelmfähigkeit erworben. Vom. Wer kommt nicht so gut mit seiner Schwester klar? Sie kann dann bitte mal, nachdem sie auf Toilette war, ein bisschen Gitarre üben. Ah, ich will das jetzt nicht unterbrechen, dass sie strickt, weil ich Angst habe, dass sie es einfach nicht weiter stricken kann. Ich kenne die Serie tatsächlich nicht. Gibt es die auf Netflix? Warum machst du das nicht? Machst du das jetzt? Okay. Willkommen zurück, Lalalü. So. Sie muss dann eigentlich auch auf Toilette und ist müde. Aber sie strickt jetzt erstmal noch zu Ende, weil ich immer die Befürchtung habe, dass es nicht weitergeht. Level 3 der Schauspielfähigkeit. So, sehr gut. Sehr gut. Können wir jetzt hier programmieren? Wir hacken jetzt den Einhorn-Lama-Rettungsfonds. So. Do it! Okay, sie hat das Strickprojekt abgeschlossen, Gott sei Dank. Dann kann sie sich jetzt um ihr Kind kümmern. Das fügen wir dem Kleiderschrank hinzu. Und dann geht sie anschließend auf die Toilette. Und geht dann schlafen. Und ihre Kinder machen noch ein bisschen Geld. Ich weiß nicht, ob der aktuell auf Netflix oder Prime verfügbar ist. Hat er das mit dem Hacken geschafft? Er ist zu angespannt. Oh, der gute Herr ist zu angespannt, um was zu hacken. So. Dann kann er auch noch was essen. Haben wir noch Reste? Reste nehmen. Sie kann dann auch Reste nehmen und sie kann dann auch nochmal auf die Toilette und duschen. Wie sieht es mit ihr aus? Sie kann auch nochmal Reste nehmen. Und sie kann auch nochmal Reste nehmen. So, bitte esst einfach alle. Und dann macht ihr, was ihr machen müsst. Ich mag tatsächlich auch Disney Legacy am meisten.
Ich habe gerade meine Geschichtslektion, die ich morgen halten muss, fertig gemacht. Ich bin kaputt. Geh einfach nicht in den Creator-Sim. Oh, lalalu, ich gehe schon nicht in den Creator-Sim. Keine Sorge. Ich glaube, das gestern, das hat einfach alle zerstört. Und verstört. Einfach beides. Es tut mir leid. Ich hoffe, dass alles morgen gut läuft. Viel Glück. Wir müssen aber vielleicht noch Sisi umstylen. Das stimmt, aber da können wir sie ja ganz süß aussehen lassen. Weil sie ist ja noch ein Kleinkind und hat ja noch keinen so gefestigten Charakter. Von daher, es wird erst schlimmer, wenn Sisi dann ein bisschen älter wird. Oh Gott, der 1000 verdient. Gott sei Dank. Geh ins Bett, geh schlafen. Werd bitte nicht vom Blitz getroffen. Wobei, jetzt kann er vom Blitz getroffen werden. Wir brauchen ihn ja nicht mehr. Sisi soll ja normal werden. Ich gebe mir wirklich Mühe, dass sie normal aussieht. Ich meine, sie ist unsere nächste Prinzessin. Seit wann ist deine Cam so groß? Nicht, dass es mich stören würde, dich größer zu sehen. Habe ich das nicht schon eine ganze Weile so? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, seitdem ich mein Setup umgestellt habe, ist sie ein bisschen größer. So, und dann kann sie wieder schlafen gehen. Geh einfach schlafen. Du hast Hunger, aber geh schlafen. Geh schlafen. Speichern. Speichern. Ein weiterer Tag geschafft, ohne dass das Spiel abgestürzt ist. Dann wird nach seiner Oh, Sisi ist älter geworden. Eins, zwei, drei. Sie ist neugierig, das ist okay. Gut, Leute, schön, dass ich gespeichert habe. Wir werden jetzt Sisi bearbeiten. Bist du auch diese Art von Spielern, die nach Brynett und Bates sieht und am Ende drei Hunden und eine Katze? Drei Hunde und eine Katze hat? Nee, tatsächlich nicht, weil ich Haustiere größtenteils nervig finde. Die brauchen so viel Aufmerksamkeit, dass ich dann meistens sage, ne, nicht mit mir. Oh, sie sieht so süß aus. Aber die kleinen Kinder sehen alle süß aus. Wir lassen uns davon nicht täuschen. Also ich freue mich schon drauf, wenn sie älter wird und wir dann sehen, wie sie wirklich aussieht. Oh, es ist süß. Oh, es ist niedlich. Ich mag die Frisur. Ich liebe diese Frisur so sehr. Aber die ist auch unfassbar niedlich. Ich glaube, ich gebe ihr die Frisur. Hier kriegt sie die hier. Natürlich trägt sie eine Brille. Da kriegt sie die Frisur, da kriegt sie die, da kriegt sie die. Und die darf sie da behalten. Aber Sisi braucht doch blonde Haare. Die kriegt sie, wenn sie ein. Was ist denn hier der Unterschied? Okay. Keinen Schluck aufkriegen jetzt bitte. Die kriegt sie als Teenager. Da wird sie sich die Haare färben. Und dann hat sie blonde Haare, aber vorerst bleibt sie bei den dunklen Haaren. So, wir haben Sommer. Das heißt, sie zieht natürlich etwas. No, es ist das süß mit dem Strampler. Ist das niedlich? Gott, ist das niedlich. Unglaublich süß. Aber warum haben wir das doppelt? Ich verstehe es nicht. Das ist ihr Sommeroutfit. Ich spiele jetzt Roblox, würde ich Sims spielen, würde ich bis morgen früh um 6 spielen oder so. Oh, das kenne ich. Das kenne ich. Ich wusste gar nicht, dass es die Schuhe für Kleinkinder gibt. Oh Mann, ey. Warum ist sie so ein süßer Engel? Sie ist einfach so niedlich. Und weil Sisi unsere nächste Prinzessin ist, kriegt sie auch wie alle anderen. Also kriegt sie auch wie Stella zwei Outfits als Alltagskleidung. Das ist nämlich so mein Ding. Ich gebe denen immer zwei Outfits. Und dann vielleicht in so einen Rock. Kleine Kinder sind einfach so süß. Gott, das ist so niedlich. Ich lasse das. Wieso sind die kleinen Kinder so niedlich?
Ich verstehe es nicht. Oh ja, so ein bisschen bunter. So, da trägt sie dann so ein schönes Kleidchen. Was sind eigentlich so diese Standardfarben von Cinderella? War das blau? Anna, wie fühlst du dich heute? Blau und weiß. Oh, das passt dir dann hier mit blau und weiß. Das zählt auch mit blau und weiß. Das hier ist jetzt nicht gerade blau und weiß, aber das ist blau und weiß. Hellblau. Blau, denke ich. Okay. Dann kriegt sie immer was blau. Das ist ja dann ganz passend, dass wir das Zimmer blau gemacht haben. Obwohl das ja eigentlich nur ein Versehen war, weil der Arzt sich getäuscht hat. So, sie kriegt noch Socken. Und sie hat blaue Söckchen. Nee. So. Da kriegt sie so eine Strumpfhose. Und dann einen Rock. Und ein blaues Säckchen. Ich habe in einem Monat Geburtstag und zähle schon die Tage, wünsche mir ab ins Schneeparadies. Ja, ein bisschen mehr als ein Monat. Also ab ins Schneeparadies lohnt sich halt auch wirklich voll. Also ich liebe es. So, sehr blau. Und da kriegt sie auch das Blaue, aber keine Schuhe. Wobei, ich finde auch diesen Bader, also den Bikini irgendwie voll süß. Ich liebe das. Das sieht so niedlich aus einfach. So, hier. Das sieht süß aus. Das sieht sehr, sehr süß aus. Aber da würde ich tatsächlich eine Strumpfhose anziehen, weil das Kleid ein bisschen dolle kurz ist für ein Kleinkind. So. Jetzt die Stiefelchen. So. Süß. Ich sah jetzt auch die ersten Zwillinge meiner Disney Legacy Challenge um. Ich muss halt sagen, mit Zwillingen geht das halt auch alles sehr, sehr schnell in der ersten Generation. Ich habe zum Release geholt, das erste Mal so schnell und es lohnt sich einfach so sehr. Ja, dem kann ich zustimmen. Ich fand das auch so cool. Und ich bin sehr froh, dass ich es mir geholt habe. So, das wird gelöschen. Und dann kommt da nämlich jetzt ein Kleinkindbett hin. Wenn ich die richtige Kategorie finden würde. So, das Bett habe ich doch. Move Objects an. So. Ja gut. Machen wir das eben so. Ja gut, vielleicht muss ich Move Objects doch anmachen. So, und dann machen wir das einfach hier drüben hin, damit es hier das Bäumchen hat. So, und das Bett passt eigentlich ganz gut. Was gibt es denn noch für andere Farben? Oh, das hatte ich noch nie. Aber ich finde, das passt ganz gut. Das hat so ein bisschen rosa, so ein bisschen blau. Von daher gefällt mir eigentlich. Und ja. Ich habe die ganze Babyzeit von Sisi verpasst. Das ist aber nicht so schlimm, weil sie war tatsächlich ein sehr, sehr ruhiges Baby und sie hat wenig geweint. Deswegen war das vollkommen okay. So, dann geht's jetzt bitte schlafen. Wobei, du gehst jetzt bitte auch erstmal schlafen. Ich würde sie vielleicht nicht direkt schlafen lassen, sondern sie soll erstmal ein bisschen Stapeln üben, weil, Lifehack, wenn Kleinkinder das Level 2 der Motorikfähigkeit erreicht haben, dann können sie alleine Treppen laufen und das ist so eine Erleichterung. Also wirklich. Deswegen darf sie jetzt einfach mal die ganze Zeit stapeln. So, warum ist Don wach? Weil er stinkt. Logisch. Hast du das Puppenhaus kleiner gemacht? Ja. Es hat mir einfach viel zu viel Platz hier im Zimmer eingenommen. Aber
Aber sie macht es sehr schön. Sie ist ein Profi im Stapeln. Ich bin sehr stolz auf sie. So, dann kann er wieder schlafen gehen. Alice ist bald wach. Dann kann sie erstmal duschen, kann dann auf Toilette gehen. Das kann sie säubern, kann dann Zähne putzen und dann räumt sie das verdorbene Essen aus. Macht dann den Napf von Betty voll und dann macht sie Obstsalat. So, das ist der Plan. Das ist der Plan von Alice. Muss sie heute auf Arbeit? Ja, um 8. Aber sie hätte noch ein bisschen Zeit. Sie kann noch ein bisschen schlafen. Oh, es ist Sonntag. Sie müssen eigentlich gar nicht aufstehen. Aber okay. Alice war sowieso ausgeschlafen. Von daher kann sie das halt ruhig mal machen. So, emotionale Achtsamkeit. Okay. Sie fühlt sich aber sehr einsam. Dann kann sie nachher mal ein bisschen mit der Toilette reden. Okay, er ist jetzt auch wach. Dann kann er mal dem Ratti Leckerli geben und mit ihm spielen und nach dem Tag fragen. Und dann, wenn sie hier fertig ist, kann er nämlich duschen und auf Toilette und Zähne putzen. Ich kaufe den kleinen Kindern immer das Tablet, damit sie alles überlernen können. Das ist eine Sache, die ich immer vergesse. Hat sie Level 2 erreicht? Nee. Bitte weiter stapeln. Dankeschön. So. Kann er mal sein Vertrauen stärken und sich frisch machen. Und dann sollte eigentlich das Frühstück fast fertig sein. Dann kann er noch ein bisschen fernsehen. So, sie ist auch wach und ist deprimiert. Ich muss etwas tun. Ich komme meinen Zielen nicht schnell genug entgegen. Ich weiß nicht mal, was ihre Ziele sind. Wenn ich wüsste, was ihre Ziele sind, könnte ich ihr helfen. Aber ich weiß es nicht. Okay, wie lange dauert das Frühstück noch? Und heute hat einfach Stella Geburtstag. Level 4 der Kochfähigkeit erreicht. Okay, sie ist gerade wach geworden. Wir können mal Universität, Bewerbungsstatus prüfen. Gibt es da was Neues? Anscheinend nicht. Ah, doch! Okay, wir haben den Zulassungsbescheid, aber ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon für die Stipendien. Aber auf jeden Fall kann sie Theaterwissenschaft studieren. Und das ist halt einfach genau das, was ich für sie eigentlich vorgesehen hatte. Also, beziehungsweise was wir gesagt haben, was zu ihr passt. Sie könnte aber auch bildende Künste studieren und Kochkunst. Biologie und Physik könnte sie aber auch machen. Sie wäre dann an der Universität von Brightchester. Okay, das heißt, theoretisch müsste ihr Bescheid dann auch bald kommen. Stipendien. Können wir uns das auch online ansehen? Bewerbung um Stipendien prüfen. Kriegen wir da auch eine Meldung? Ich habe das immer nur per Post gekriegt. Ach so. Nicht gewährt wird helfende Hand, aber sie kriegt das Essen und Trinken, zukünftiger Star und Bewohnerin von Windenburg-Stipendium. Das ist nice. Das ist nice. Und dann können wir das mit ihr auch gleich prüfen. Erstmal Häuser einrichten. Ich lieb's. Aber Häuser einrichten macht doch mega Spaß. So, dann werden wir das bei ihr noch prüfen. Ah, nee, sie muss noch zur Arbeit. Okay. Können wir für Stipendium, nee, nicht für Stipendium bewerben, wir für die Uni wollten wir uns bewerben. Können wir das so machen, dass wir bei ihr sagen, sie wohnt zu Hause und dann lassen wir sie aber mit ihrer Schwester ausziehen? Funktioniert das? Das müsste eigentlich gehen, oder? Weil wir können ja nicht gezwungen werden, das ganze Semester über hier zu wohnen. Ja, sie geht erstmal zur Arbeit und sie schreibt sich dann später ein.
Also, sie geht an die Universität, genau, Universität von Brightchester, weil sie da. Moment, was ist das? Da könnte sie Freelance-Fabrikantin, Freelance-Künstlerin, Freelance-Modefotografin, Meisterin des realen Musikerin, Stylistin, Blumendesignerin werden oder Komikerin, Online-Persönlichkeit, Schauspielerin. Leute, sehen wir sie als Schauspielerin? Weil hier gibt es definitiv weniger, was sie machen kann, aber Schauspielerin ist halt auch ein krasser Job. Aber hier kann sie halt auch eher so Stylistin werden. Das wäre vielleicht auch was für sie. Kochkunst könnte sie auch machen, aber ich glaube, das wird nicht so Schauspielerin. Ich meine, die Chance ist sehr gering, dass sie überhaupt jemals den Abschluss macht, weil wir ja nicht mit ihr spielen werden. Aber Schauspielerin ist gut, Schauspielerin. Okay, dann macht sie Theaterwissenschaft. Sie belegt 4 Kurse. Wie gesagt, das wird sie sowieso nicht machen. Ja, und sie wird zu Hause wohnen, beziehungsweise wir lassen sie dann ausziehen und das macht sie mit einem Studentenkredit, weil sie muss nur 60 Simoleons für das ganze Semester bezahlen. Okay. Damit ist sie an der Uni eingeschrieben. Okay. Okay. Wir warten jetzt einfach noch, bis Alice von der Arbeit kommt und dann wird sie sich auch an der Uni einschreiben und dann ziehen die beiden gemeinsam aus. Das ist der Plan, der aktuelle. So, und dann kann sie hier mal duschen. Und das verwenden. Kann sie das eigentlich ihren Eltern erzählen? Über Unterricht beschweren? Okay. Ah, sie hat immer noch Baby Blues. Dann kann sie mal in der Dusche singen und auf Toilette. Und dann ziehen heute einfach. Dann ziehen heute einfach die beiden Mädels noch aus. Die Zeit vergeht so schnell, Leute. Lässt du sie in ein Wohnheim ziehen? Das weiß ich noch nicht. Also ich denke mal ja, aufgrund der Finanzen. Aber wir müssen gucken. So, Flohmarkt, dies, das. So, sie können dann hier die Pflanzen noch jäten. Ich freue mich schon so ein bisschen, wenn Herbst und unsere Apfelbäume wachsen. So, er kann das aufwischen. Beruhigend streicheln. Immer Geschäft drinnen erledigen, belehren. Vorschläge unterbreiten. Von welchem Mod ist denn der Baby Blues? Vom Better Babies and Toddlers Mod. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Leistungsverbesserung mittelgroß. Ich bin sehr stolz. Wann streamst du immer? Das kündige ich jede Woche aufs Neue an, auf meinen Social Medias und im Discord. Diese Woche eigentlich fast täglich. Also Donnerstag weiß ich noch nicht so genau, das muss ich spontan entscheiden, aber ich bin morgen live, ich bin Freitag live und am Wochenende an einem Tag oder beiden vielleicht auch noch. Danke, Lalalu, fürs Posten von meinen Socials und dem Discord. Dankeschön. Da wird immer alles gepostet und angekündigt und eventuelle Änderungen erfahrt ihr. Auf jeden Fall, insbesondere auf Instagram als erstes. Discord und Instagram sind eigentlich so die Go-To-Quellen für Infos zum Stream. Wo wohnen denn jetzt die Zwillingsjungs? Also, Liam wohnt in Sulani. Dem hat es da bei der Hochzeit so gut gefallen und der hat jetzt so ein kleines Strandhaus, wo er dann seine Kreativität mit seinen künstlerischen Sachen Ausdruck verleihen kann. Und Liam hat eine Wohnung in San Myshuno, weil ich fand, er passt besser so in die Großstadt. Also ja. Betty hat gelernt, draußen das Geschäft zu verrichten. Sehr gut. Betty ist stubenrein. Ich bin so stolz auf sie. Sie ist so ein kleines Mäuschen. So. Achso, er muss dann vielleicht auch mal was frühstücken. Ich glaube, das mit der Wäsche, das wird nichts mehr.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben das falsch gemacht. Oh, sie hat ihr Geschäft verrichtet. Okay, jetzt kann Alice. Kann das auch am Handy nachgucken, habt ihr gesagt? Hallo, Tabitha, herzlich willkommen. Wo geht das? Bewerbung um Stipendien überprüfen. So, dann schau mal nach. Schau mal nach, wie es läuft. Oh, sie hat Aufbau der Zukunft und zukünftiger Star bekommen, aber weder Sport noch Essen und Trinken, noch helfende Hand, noch Bewohnerin von Windenburg. Ihre Zwillingsschwester, die sich exakt zur selben Zeit beworben hat, hat das Stipendium bekommen, aber sie nicht. Ich verstehe es nicht. Wirst du dort ab und zu vorbeischauen oder eher nicht? Puh. Also ich denke mal, hin und wieder werden wir vorbeifahren. Dadurch, dass Cici jetzt auch ein Kleinkind ist und wir sie mitnehmen können, aber nicht so regelmäßig. Okay. Was arbeiten die Zwillingsjungs? Das haben wir tatsächlich nicht festgelegt. Also, entweder der Mod macht das oder sie sind ihr ganzes Leben lang arbeitslos. Sie kann hier Kochkunst, Theaterwissenschaft, bildende Künste studieren oder Biologie, Physik oder Gaunerei. Was hatten wir denn bei ihr gesagt? Ja, ihre Klavier fehlt. Also entweder Kochkunst oder das irgendwas, wo sie musikalisch sein kann. Anna kümmert sich um ihre Kinder. Solange wie sie bei mir wohnen, ja, wenn wir sie rausgelassen haben, dann go for it. Mach, was du willst. Also, ich glaube, da war das mit Kochkunst. Also, bildende Künste ist ja hier Musikerin. Ich würde tatsächlich sagen, sie macht den bildende Künste Abschluss. Weil sie Level 6 im Klavier hat. Und dann ist sie was Ähnliches wie ihre Schwester, aber doch nicht dasselbe. Dann studieren sie an derselben Uni, beide einen Spezialabschluss, aber unterschiedliche Sachen, weil ich glaube, das passt zu ihr mit Musikerin. Wir könnten natürlich auch Kochkunst machen, aber da ist ihre Fähigkeit halt einfach nicht so hoch. Bis dann, Ella. Danke fürs Dabeisein. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Deswegen mache ich jetzt bildende Künste bei ihr und sie wird. Können wir sie dann gleich mitnehmen? Nee, ich mache zu Hause und dann lasse ich sie so aussehen. So. Okay, ich glaube, sie ist jetzt auch eingeschrieben. Ja, das heißt, wir verabschieden uns jetzt von den Mädchen und lassen sie umziehen. Haushalt verlassen und umziehen. Das ist schon traurig. Okay, sie und ihre Schwester ziehen um. Wir müssen ihnen auch ein bisschen Geld mitgeben. Ich würde sagen, wir kriegen ja mittlerweile relativ schnell wieder Geld rein. Ich würde ihnen 5.000. Warum funktioniert das nicht? Ich habe die falsche Taste gedrückt. Da 5.000 würde ich Ihnen mitgeben, dann haben wir noch 3.748. Aber Sie sollten sich auf jeden Fall zumindest ein Zimmer leisten können. Darf ich fragen, wie groß du bist? Du siehst so riesig aus auf deinen Bildern. Ich bin 1,64. Hast du in deinen Welten auch Grundstücke aus der Galerie platziert oder ersetzt? Wir haben nur in Sulani das eine Grundstück platziert. Ansonsten ist noch alles beim Alten. Da ist Brightchester. Sind wir? Nee, das ist Foxbury. Und ich glaube hier drüben. Ja, hier ist Brightchester. Nur eingeschriebene Sims können. Wir sind eingeschrieben. Ansonsten. Wieso? Mann, das ist jetzt richtig doof. Sims können nur auf Wohngrundstück. Ja, warum geht das nicht? Die sind beide eingeschrieben. Und ein Haus können wir uns nicht leisten, logischerweise. Okay, dann
ziehen sie nach Evergreen Harbor und wohnen da einfach in einer Wohnung. Hier, die Wohnung ist relativ groß, sie hat zwei Schlafzimmer. Bei der Wohnung ist es nur blöd, wenn man auf dem Balkon nichts bauen kann, was ziemlich doof ist, aber... dann sagen wir einfach, dass Evergreen Harbor direkt neben dem Universitätsgelände ist und dann... ja, wir holen das einfach nicht möbliert und sie haben dann halt einfach kein Geld für irgendwas. Hast du den Studiengang schon gewählt? Ja. Du kannst nur zu Silvesterbeginn ins Wohnheim ziehen. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Naja, sie haben dann halt jetzt eine leere Wohnung und... Leute, wir richten die Wohnung jetzt noch schnell ein. Weil ich kann das nicht ertragen. Du könntest auch ein Tiny House platzieren. Ja, aber ich glaube, die beiden würden sich dann an die Gurgel gehen. Ich kann das nicht ertragen, dass die beiden jetzt einfach eine leere Wohnung haben. Deswegen, wir spielen ja mit ihnen sowieso nicht weiter. Ja, sie hat jetzt ihr Bestreben abgeschlossen, ich weiß. Aber... wie kann ich denn jetzt nach einem Apartment suchen? Nee, das nicht da. Evergreen Harbor. Hallo, es ist Infinity in der Fan. Herzlich willkommen. Ich glaube, das zählt als Zimmer, oder? Hallo Janni, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Tag bisher. Ansonsten richte ich das ganz schnell ein, so ein bisschen sporadisch, dass sie zumindest eine Küche und... Oh Gott, wenn ich was sporadisch einrichte, ne? Aber wie finde ich jetzt heraus, welches unseres ist? Da hier Pinecrest. Das könnte es sein. Die Pinecrest Apartments. Können wir das auch am beliebtesten? Und selbst wenn er nicht schön wäre, machst du ihn schön. Oh, danke schön. Vielleicht ist ja auch die böse Stiefmutter endlich gestorben und es gab eine Erbschaft. Hier, Eco Apartment. Oh, das sieht doch gut aus. Das platziere ich leider. Es kostet 64.000, aber das ist vollkommen egal. Das sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Okay, ich habe die falsche Taste gedrückt. Wie passt es denn? So passt es. So, dann müssen wir jetzt nur... Oh, Moment. Die Tür, die fliegt ein bisschen in der Luft rum. Die Tür ist auch ein bisschen fehl am Platz, weil das ist so ein kleiner... Trick, wenn man halt Apartments hochladen möchte, dann muss man das ja so ein bisschen tricky machen, indem man da ein paar Wände rausnimmt. So. Die Wand noch. Das soll ja hübsch aussehen. Die Wand. Warum ist da eine Tür? Ich verstehe es nicht. Entfernen. Das. Und das. Boah, das sieht mega schön aus. Oder? Das glitscht da ein bisschen. Weil es zwei waren anscheinend. Deswegen nehme ich da mal eins raus. Das glitscht auch ein bisschen. Ach so, ich denke mal, das war Absicht, aber eins reicht. So. Da ist noch ein Türrahmen, den wir nicht brauchen. So, das Blöde ist halt, dass hier ist ein Schlafzimmer und das ist ein Büro. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach dieses Büro-Dingens, packen das dahin, nehmen hier, hoppala, die Sessel raus. Der Fernseher kommt raus, das kommt raus, das kommt raus, das kommt raus, das kommt raus. Und dann kaufen wir einfach dasselbe Bett nochmal. Das passt hier nicht. Das passt hier vorne und hinten nicht rein. Nee, Moment, das könnten wir theoretisch... Wie gesagt, wir spielen hier sowieso nicht drin. Die Sims werden die Objekte sowieso nicht benutzen. Wenn wir das hier an die Seite stellen, das
Keine Ahnung. Wie gesagt, Leute, das muss nicht hübsch aussehen. Es sollte einfach nur so sein, dass es so aussieht, als würden die beiden dort wohnen. Und ich finde, das sieht schon ganz gut aus. Das ist okay. Das ist vollkommen okay. Vielleicht habe ich auch einfach nur die Zimmer ein bisschen falsch platziert. Das kann natürlich auch sein. Hallo Coin, herzlich willkommen. Wenn du E drückst, kannst du schneller das Kopieren vom Tool benutzen. Ah. Nice. Oh mein Gott, ist das... Das ist diese coole Kommode. Oh mein Gott, Leute, wir müssen unbedingt einen Sim haben, der... Was ist das denn? Okay. Der dieses Aufbereiten macht. Das ist ja mal mega praktisch. Heftig. Okay. Okay, Leute, das ist... Da wohnen unsere Mädels. Kann man mit Bargeld haben. Über PayPal geht es. Wie lange streamst du noch? Noch ein paar Minütchen. Noch ein paar Minütchen. So, die beiden wohnen jetzt auf jeden Fall hier und ich hoffe, dass sie sehr, sehr glücklich in ihrem neuen Haus, in ihrer neuen Wohnung werden. Speichern wir und gehen zurück zum Weltenverwalten und dann werden wir den Haushalt als ungespielt markieren, damit sie ihr Leben weiterleben und wir dann irgendwann mal... Apropos, wir können gleich mal nachschauen. Und zwar... Okay, die beiden wohnen auf jeden Fall... Falscher Haushalt. Die beiden wohnen auf jeden Fall noch alleine. Aber gab es denn schon Enkelkinder? Ich gehe mal schlafen, bis dann. Viel Spaß noch. Danke fürs dabei sein, Gracie Macy. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Nacht. Ah, vielleicht muss ich die beiden aber auch aus den favorisierten Haushalten rausnehmen, damit das funktioniert. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber ich denke mal, es sollte so funktionieren. So. Nein, es gab noch keine Enkelkinder. Okay. Ich würde jetzt sagen, gut, aber im Grunde genommen ist es mir relativ egal. So, also. Das Zimmer und das Zimmer werden aufgelöst. Aber das machen wir heute nicht mehr. Ich mache nämlich auch nicht mehr so lange. Wie gesagt, ein paar Minütchen noch, aber nicht mehr so lange. Wo sie kann. Wisst ihr noch, wo wir gesagt haben, wenn sie erwachsen wird, was übrigens heute ist? Sie ist noch nicht erwachsen, aber dann wird sie Sport machen. Sie hat selbstständig damit angefangen. Sie hat einfach von allein damit angefangen, Sport zu machen. So, und Don wird jetzt einfach mal einen Schokokuchen für sie backen zum Geburtstag. Weil wir machen noch ihren Geburtstag heute. Laden dann natürlich die ganze Familie ein. Geburtstagsparty. Johanna, danke fürs Folgen und herzlich willkommen. Zur Geburtstagssim ist Stella. Gast sind Don, Cici, Flynn, Daisy, Alice, Liam, Louis und Elsa. Und mehr brauchen wir nicht. Die Lothario-Residenz. Und 15 Uhr ist der Start. So, wir feiern heute noch Stellas Geburtstag. Hatte den ganzen Tag keine Zeit zum Essen. Jetzt habe ich so viel gegessen und Cola getrunken, dass ich einen ziemlichen Zucker- und Koffeinflash habe. Oh, Laxana. Nicht so viel Zucker. Zucker ist ungesund. So, sie macht auf jeden Fall jetzt schon Sport. Also... Sie scheint selber etwas an sich verändern zu wollen. Ich gehe ins Bett, muss morgen früh raus. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs dabei sein, Räubertochter. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir auch eine erholsame Nacht. Wie gesagt, wir machen nur noch den Geburtstag. Und hier die Schüssel kann er füllen. Und er muss zur Arbeit. Tja! Tja, dann wird das halt nichts, dass er beim Geburtstag seiner Frau dabei ist. Ach, Leute, kommt. Wir lassen ihn Urlaub nehmen. Ah, nee, das ist das falsche Moment. Wie nimmt man Urlaub von der Arbeit? Da Urlaubstag nehmen. Komm. Geburtstagskerzen! Geburtstagskerzen! Kleinkind im Anmarsch! Geburtstagskerzen! Ah, Gott sei Dank. Okay, wir haben einen Tag Urlaub genommen. Und Louis ist da. Sehr schön. Haben wir ihm keinen Wohnungsschlüssel gegeben? Ah, okay. Auf jeden Fall hat er jetzt einen Wohnungsschlüssel.
Und dann, okay, sie wohnt noch hier. Ich hoffe, unsere ganze Familie kommt. Chamiri, herzlich willkommen und danke fürs Folgen. So hat. Hat Liam. Nee, er hat keinen Wohnungsschlüssel, dann kriegt er den auch noch. Weil unsere Kinder sind jederzeit herzlich willkommen bei uns. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert. So. Dann fehlen eigentlich nur noch Zwillingsmädels. Wer ist da? Nee, das sind sie nicht. Okay, vielleicht kommen sie noch, vielleicht aber auch nicht. Wir machen jetzt erstmal abfeiern. Kommen sie denn angelaufen? Ach, da hinten ist schon Nummer 1, die gute Alice. Die kriegt natürlich auch einen Wohnungsschlüssel von uns. Jedes Kind, was auszieht. Welcome. Dina, danke schön für den Raid. Herzlich willkommen. Jedes Kind, was auszieht, kriegt einen Schlüssel. Und weil es so schön ist, machen wir die Aktion immer doppelt. So. Und da ist Elsa. Stella hat bereits zu viele Mitbewohner. Toll. Gut, dann ist das natürlich ein bisschen doof. Aber wir werden sie jetzt einfach älter werden lassen. Gibt es einen Mod, womit man mehr Schlüssel verteilen kann? Das ist natürlich sonst ein bisschen unfair. Sie ist einfach erwachsen. Erwachsen sein, Träume verwirklichen, die Planung des Ruhestands und die Midlife Crisis warten. Das ist der perfekte Zeitpunkt, damit zu beginnen, auf lebenslange Ziele hinzuarbeiten. Oh Mann. Chloe hat Stella ein Geschenk geschickt, Alice hat Stella ein Geschenk geschickt. Nein, nicht Portion für Sissi nehmen, sondern du sollst zum Essen rufen. Wie lange werden Stella und Don denn noch ungefähr leben? Also, sie sind jetzt beide erwachsen und die gute Stella ist noch 84 Tage erwachsen. Also, sie werden noch eine ganze Weile leben. Es dauert aber auch noch eine ganze Weile, bis CC erwachsen wird. Von daher ist das vollkommen okay. Und wir müssen ja noch gucken, dass die beiden halt irgendwann, also insbesondere Stella, irgendwann stirbt, damit CC heiraten kann. Und das wird alles noch ein Weilchen dauern. Wobei die 84 Tage halt auch mega schnell rumgehen können. Aber sie haben noch eine ganze Weile vor sich. So, sehr schön. Sehr schön. Hat jeder was genommen? Oh, wir müssen aufs Töpfchen gehen üben und schlafen. Sie beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Nehmen wir mir seit Jahresanfang vor, eher ins Bett zu gehen, hat aber bisher noch nicht geklappt. Ja, same. Same. Das ist furchtbar. Ich gehe so spät ins Bett. Sie fühlt sich missverstanden. Sie hat immer noch Babyblues. Dann mach dir mal einen beruhigenden Kamillentee. Und dann kann Don mal der kleinen Sisi beibringen, wie man aufs Töpfchen geht. Hör auf, am Computer zu spielen, deine Frau hat Geburtstag. bis morgen, Lalalu, und ich wünsche dir auch eine gute Nacht und viel Erfolg morgen bei deinem Vortrag. Aber ich gehe heute nicht in den Creative Sim, das machen wir beim nächsten Stream. Das machen wir dann beim nächsten Mal, dann kriegt unsere gute Sisi ihr Erwachsenen-Makeover. Und wir müssen auch die beiden Zimmer noch aufräumen, umräumen, umgestalten. Also es gibt sehr, sehr viel zu tun im nächsten Stream. So, sie kann dann die Spülmaschine noch beladen. Trinkt sie den Tee? Ja. Warum spielt er mit dem Puppenhaus, aber kann seiner Tochter nicht beibringen, auf die Toilette zu gehen? Erziehung. Aktuelles Verhalten, Maßregeln, ruhig. Bitten, nicht trotzig zu sein.
Tun wir einfach mal so, als würde das funktionieren. Aber es kommt ja auch nur selten die Sonne raus und so weiß mein Biorhythmus auch einfach gar nicht mehr, ob es morgens, mittags oder abends ist. Ja, exakt das. Ich habe letztens so überlegt, wenn wir keine Uhren hätten. Ich wüsste gar nicht, ob ich um 4 Uhr nachts oder um 4 Uhr nachmittags wach werde. Okay, und dann kann er nochmal Windeln wechseln. Windeln wechseln. So. So, der Geburtstag ist schon vorbei. Und dann kann sie schlafen gehen. Dann kann die ganze Familie. Was ist denn los? Warum streitet sich hier jeder? Mit wem ist er denn im Krach? Nicht mit Louis. Mit Liam. Und ich weiß immer noch nicht warum. Bei den anderen sieht es okay aus. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. So. Sie geht danach auch direkt schlafen. Er geht dann nochmal auf die Toilette. Er geht dann auch schlafen. Sie geht auch schlafen. Wir mussten saugen. Ja, Bubu hat morgen Homeschooling. Also, ciao, Bowie. Tschüss, Valeska. Danke fürs Dabeisein. Und ich werde den Stream auch jetzt gleich beenden, wenn alle schlafen. Wenn sich diese Familie mal ins Bett begeben würde, ich wäre sehr dankbar. Okay, du musst nicht rumbocken, du kannst doch einfach ins Bettchen marschieren. So, jetzt fehlt nur noch Don. Level 9 der Erziehungsfähigkeit erreicht und Level 3 der Bewegungsfähigkeit. Oh mein Gott, es schläft jeder. Okay, Leute. Ich würde dann an dieser Stelle den Stream für heute beenden. Und ich bin ja morgen wieder da, morgen um 17:30 Uhr. Wir haben Geld verdient. Okay, nochmal speichern. Morgen um 17:30 Uhr bin ich wieder da. Erstmal, ciao YouTube, danke fürs Reinschauen.